Es ist der 26. März 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist aber nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat seine Sendegärtner rechts und links dabei. Ich begrüße ganz herzlich erst einmal den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und auf der anderen Seite den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wir drei Herren sind nicht alleine. Wir haben uns eine Dame dazu geholt. Die Claudia kann heute leider nicht. Aber die Anna war so nett, dazu zu kommen. Guten Abend, Anna. Hallo. Kennt man dich eigentlich unter dem Namen Anna? Oder ist Adorabelle besser zur Erklärung? Adorabelle. Adora. Ja, also für auf Twitter wahrscheinlich eher, ja. Aber den Podcast, den moderiere ich an mit Anna und Claudia. Daher, wie sich auch Karlaudia nennt. Aber ich, ja. Entschuldigung, ja, ich fand jetzt schon ins Wort, das ist super, ich bin ja echt klasse drauf. Nochmal, du moderierst deinen eigenen Podcast an mit Anna und Claudia. Also ich habe Katrin Rönicke gebeten, Anna und Claudia einzusprechen und sie moderiert das quasi an, aber halt, also sie musste. Die Stimme am Anfang unseres Podcasts ist Claudia. Katrin. Katrin. Jetzt haben wir es aber. Ja. So, ja, jetzt bin ich vollends verwirrt. Das ist genau. Herzlich willkommen im Club der Verwirrten. Also, wir sind hier im Sendegarten und da darf man auch ganz verwirrt sein. Wer oder was ist denn Adora? Also, Belle ist ja die Schöne, denke ich, oder? Ja, also. Wer ist denn die schöne Belle Adora? Adorabelle Dierhart ist ein Charakter von Terry Pratchett. Die ist sehr launisch, Kettenraucherin und zielt gerne auf Männer mit Armbrust. Also dementsprechend, also sie ist eigentlich nicht so adorable, wie halt das Wortspiel anmutet, sondern eher eine, ich sag mal, gnadenlose Feministin. Und ich finde diesen Charakter einfach super aus. Genau, hier Spargeltarzan im Chat sagt schon Outgoing Postal, genau. Und ist ein echt cooler Charakter. Also hat eine coole Hintergrundstory und sehr, also Terry Pratchett hatte ja die Eigenschaft, sehr, sehr schöne weibliche Charaktere zu zeichnen und in seinen Büchern. Und sie ist halt wirklich einer der coolsten davon, finde ich. Konnte mich damit identifizieren. Ah, okay. Du also nicht auch mit dem Kettenrauchen, aber der Rest passt. Aber mit der Armbrust, im übertragenen Sinne. Genau. Immer so ein bisschen Pfeile verschießen. Ping, ping. Genau, treffsicher und es gibt eine Szene, in der sie einen unliebsamen Avanceur quasi mit ihrem Stiletto bedroht. Also mit ihrem Schuh. Ja, okay, aber da hätte ich auch Angst vor, ehrlich gesagt. Von so einer Waffe bedroht zu werden, das könnte unangenehm werden. Können Sie mir mal den Sie ist eigentlich ja, ganz nett, nur missverstanden. Aber einfach, also ich glaube, der Name passt sehr gut. Adorable. Das Englische ist noch dahinter. Das ist ja dreifach, hat ja drei Ebenen. Wow. Genau. Klasse. Genau. Ja, wir haben die Anna eingeladen, weil sie gesagt hat, sie lässt sich gerne mal einladen. Und da haben wir gesagt, ja, dann komm doch mal vorbei. Ich habe mich selber eingeladen. Ja, da bist du nicht die Erste, nicht die Einzige. Also das ist auch völlig okay. Also dafür haben wir ja unsere gastfreundliche Gartenbank. Gastfreundliche Gartenbank, GFG. Und da kann man sich ja auch mal hinsetzen und einfach voranklopfen und sagen, ich würde mal gerne da reinkommen. Man könnte natürlich auch glauben, Anna ist Biologin, dass wir heute über das Thema reden, was uns alle bewegt und begleitet. Wir wissen gar nicht genau, ob wir das wollen, aber andererseits,
Ich hatte mir eine schöne Herleitung überlegt, und zwar im Moment habe ich das Gefühl, alle reden in allen Podcasts über das Coronavirus und vor allen Dingen auch die Öffentlich-Rechtlichen, die machen das ja sogar täglich. Habt ihr das gemerkt? Es gibt so eine Art, ich würde mal beinahe sagen, wie so eine Art So-Corona. So-Corona. Ne? Deutschland auf der Jagd nach dem Serienkiller. Und dann zieht man alle Kräfte zusammen. Und ich habe das Gefühl, da sind so Leute wie Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Derek, Kommissar Maigret und von mir aus auch die zwei Fragezeichen. Drei dürfen es ja nicht mehr sein, ne? Da muss man sich ja ausweisen. Und die sind zusammengezogen und die senden hier über den Norddeutschen Rundfunk, den Bayerischen Rundfunk, den Mitteldeutschen Rundfunk oder den Westdeutschen Rundfunk und zwar täglich irgendwas. Und dann ist mir aber aufgefallen, im Wesentlichen sind das alles Männer. Und was dieser ganzen So-Corona fehlt, ist Miss Marple. Die wird das Rätsel lösen. Und ich denke, vielleicht ohne dir zu nahe zu treten wollen, könntest du nicht diese Rolle übernehmen, der Miss Marple? Muss ich jetzt die Corona-Krise ein für alle Mal beheben? Weil ja, das, genau. Ich glaube, ein paar chemischen Analysen, die du zu Hause, am Küchentisch machst, so wie das Miss Marple halt gerne macht. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Es sei denn, es war am Ende eigentlich der Gärtner und dann sind wir hier in der richtigen Stelle. Nee, aber ist doch schon aber auffallend. Ich kann, also, ich stehe natürlich gerne Rede und Antwort zu allem, was ich weiß, aber es gibt, glaube ich, irgendwie eine, Melanie Brinkmann, glaube ich, die macht auch irgendwas mit Viren und aber ihr Herpesviren. Früher sagte man irgendwas mit Medien, heute heißt es irgendwas mit Viren, ist auch gut. Also ich finde es ja krass, wie jetzt die gesamte Welt plötzlich lernt, wie man sich gegen Infektionen schützt. Und wo dann plötzlich kam, ja, hier, Viren werden ja auch von Alkohol zerstört, deswegen muss ich jetzt jede Menge Alkohol trinken. Und dann habe ich so gedacht, aber habt ihr nie mal hinten drauf geschaut, was in dem Desinfektionsmittel eigentlich drin ist? So Feenstaub, Einhornsabber oder vielleicht einfach Alkohol? Einfach eine chemische Reaktion, Alkohol, der halt alles desinfiziert. Ich meine, weiß man das nicht? Ist das so fremd? Ich kann das ja nicht mehr sagen, weil ich habe das ja jetzt 10 Jahre lang halt jeden Tag genutzt, um irgendwelche Dinge zu desinfizieren und mache mir da gar keine Gedanken drum. Aber plötzlich für viele ist es komplett neu, dass Seife Krankheitserreger entfernt. Ich wollte gerade sagen, dass du dich über Desinfektionsmittel und Alkohol und so weiter wunderst, ist allen Ehren. Aber eine Nation, die offenbar noch nicht mal wusste, wie man sich die Hände wäscht und jetzt wie die Hamster sich auf Seifenprodukte stürzt, da habe ich ja sowieso meine Verständnisprobleme irgendwie. Also ich komme da nicht ganz hinterher, was meine Mitbürger gerade so treibt. Es scheint jetzt langsam wieder nachzulassen, der ganz große Hype, weil man merkt ja, oh, wir haben ja doch überlebt, die ersten, wir haben den Meteoriteneinschlag des Virus ja überlebt, es gibt ja doch einen Morgen und jetzt kann man auch mal wieder aufhören, das Klopapier irgendwie die Wände hochzustapeln, obwohl ich sah schon, ich wohne hier gegenüber eines Drogeriemarktes und ich sah heute Abend schon wieder Leute in den Laden reingehen und normalerweise geht man in dem Laden so rechts herum, wie in allen Läden, ne? Ist ja immer rechts rum, ist ja der typische und er hat die Abkürzung genommen, ging sofort links quasi durch die Kassen und dann zu dem Regal, wo normalerweise das Toilettenpapier steht und dann er ging mit forschen Schritten hin und ging sehr langsam und mit hängenden Schultern davon wieder weg. Also das konnte man ihm quasi am Körper ablesen, dass diese Enttäuschung wieder nichts gekriegt. Unglaublich. Hast du eine Erklärung dafür? Also für das Klopapier? Ja, auch. Überhaupt. Also für das Klopapier glaube ich, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich generell so für einen Verbrauch haben von vielen Sachen. Also das schreiben sich viele Leute nicht auf. Und können sowas, glaube ich, auch gar nicht abschätzen. Und dann eben diese Sache, ja, und wenn man dann erkrankt ist, dann muss man 6 Wochen zu Hause bleiben und dann hat man ja überhaupt keine Ahnung, wie viel Klopapier brauche ich dann, weil man ist ja jetzt 8 Stunden am Tag erstmal normalerweise auf der Arbeit und nutzt
dann dort auch Klopapier und dann ist man ja nur, was weiß ich, für 2-3 Toilettengänge zu Hause und dann, oder mehr, ich weiß nicht, also bei mir sind es vermutlich mehr, ich bin eine Frau, ich trinke viel Wasser, ich muss häufig aufs Klo, aber kluger Mensch, okay. Genau, es gibt ja mittlerweile auch schon irgendwie Rechner, die irgendwie berechnen sollen, wie viel Klopapier man benutzt. Das ist auch so krass. Aber das ist so krass. Das ist so unterschiedlich. Es gibt doch auch die Falter und die Knüller und das weiß man doch alles gar nicht. Aber nein, Was da immer fehlt, also ich meine, es kommt ja jetzt, ihr Herren werdet das jetzt wahrscheinlich nicht so dolle kennen, aber bei den Frauen kommen ja jetzt die Menstruationstassen auf, die man benutzt, aber vorher die Tampons und die Binden, die hat man auch immer in Klopapier eingewickelt und dann in den Mülleimer geworfen, weil sonst saut das ja alles ein. Ja, und dementsprechend haben Frauen natürlich halt auch nochmal einen höheren Klopapierverbrauch obendrauf. Und ob dann halt Manni jetzt für seine Frau nochmal einkaufen gegangen ist, um eben irgendwie noch genug Klopapier zu haben, falls sie irgendwie fünfmal in diesen 6 Wochen ihre Tage bekommt, so aus reinem Selbstschutz oder so, weiß ich nicht. Aber also die logischste Erklärung für mich war einfach, dass jetzt etwas mehr gekauft wurde, aber einfach die Margen nicht so groß sind in der Lieferung, weil das ist ja auch ein deutlich größeres Objekt, was ziemlich leicht ist, aber nicht so gut, nicht so kompakt, ja, und dementsprechend natürlich auch die Lieferkette plötzlich ins Schwanken gerät und das hat nur damit zu tun, dass jetzt viele Leute einfach 3-mal so viel gekauft haben, wie gedacht und man eben das offensichtlich mit der Zivilisation verbindet, genug Klopapier zu haben. Also ja, es ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Ich habe seitdem kein Klopapier gekauft, seitdem es losgeht und ich habe immer noch genug. Also ja. Ja, aber also das Problem ist ja dann tatsächlich, selbst wenn man kein Hamster ist und es nicht Hamstern kaufen möchte, aber irgendwann kommt dann ja dein normaler Haushalt und deine normale Versorgung an den Punkt, wo du normalerweise den Nachschub kaufen würdest. Also ich habe immer so eine Packung, eine angebrochene Packung und eine noch geschlossene Packung. Das ist so normal. Also eine angebrochene, eine noch verschlossene Packung, das habe ich bei vielen Sachen so. Und dann, wenn die verschlossene Packung angebrochen wird, dann ersetze ich die verschlossene Packung. Das mache ich mit Taschentüchern so, das mache ich mit Konservendosen so, das mache ich mit was ich. Ist so ein allgemeiner, wie nennt man das, Rhythmus. Ja. Und wenn es jetzt soweit ist zu sagen, ah okay, du hast die letzte Packung angebrochen, also musst du Nachschub haben oder stehst immer nur vor leeren Regalen. Also tatsächlich, es ist total witzig, weil die Politik erzählt ja, die Lager sind voll, machen Sie sich keine Gedanken. Und ich habe es jetzt vor 2 Tagen habe ich tatsächlich vor diesem Drogeriemarkt, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der macht morgens um 8.30 Uhr auf und ich bin um 20 nach 8 dahin gegangen und stand da mit ungefähr 25 anderen Leuten vor diesem Drogeriemarkt und wir haben alle auf Toilettenpapier gewartet. Und dann kam die Dame raus und sagte, nur 10 Leute kommen in den Laden und für jeden Kunden nur ein Paket Haushaltspapier und nur ein Paket Toilettenpapier. Ja, wo ich auch dachte, es ist irgendwie inszeniert. Und dann sagt sie auch, ja, die Lager sind voll. Ja, da kann ich mir aber doch als einzelner Bürger nichts verkaufen für die Aussage, wenn in dem Moment, wo ich da hingehe, ich dann keinen, ich war nämlich einen Tag vorher am Abend oder 2 Tage vorher am Abend da war eben das Regal leer. Ja, da könnt ihr mir ja alle erzählen, das ist voll, aber wenn es bei mir nicht ankommt. Ich muss mal sagen, wenn ich irgendwie jetzt zurückdenke in mein noch nicht so langes Leben, aber durchaus schon was erlebt, ja, ich hatte es noch nie, dass ich in einen Supermarkt gegangen bin und irgendetwas so ausverkauft war, dass ich noch nicht mal eine Alternative gefunden habe. Mhm. Ja? Mhm. Also, und allein das löst in mir ja quasi so als Kind der Konsum 90er löst ja schon irgendwie ein bisschen Panik aus. Also tatsächlich, also ich merke das dann tatsächlich, weil einfach dieser Anblick von leeren Regalen, das ist
angsteinflößend, weil das habe ich noch nie erlebt. Ja, so klar, da ist mal irgendwie die Tomaten waren aus. Ja gut, dann nimmst du halt keine frischen Tomaten, dann nimmst du halt Dosentomaten, ja. Oder es gibt jetzt keine Verfallennudeln mehr, dann nehme ich halt Penne. Ne? So, also so klar, es ist mal irgendwas, ist mal leer, aber es ist immer eine Alternative da gewesen. Oder ja gut, dann nehme ich halt die teuren. Ne? Aber dass wirklich etwas nicht mehr da war, dass das Nudelregal leer war, das löst ja in mir dann tatsächlich so, oh mein Gott, ich krieg nie wieder was. Ne, so mich hat das halt quasi der Kapitalismus gelehrt, dass immer alles da ist und wenn nicht alles da ist, dann ist irgendwas im Argen. Und dann ist das vielleicht so exponentiell wirklich, dass die Leute dann das sehen, das als rares Gut erkennen und ein rares Gut, davon möchte man mehr haben, ne? Mehr als alle anderen. Ja, ob ich jetzt mehr haben wollte, ich weiß gar nicht. Ja klar, natürlich hast du im Hinterkopf, ne? Nimm mal lieber eins mehr mit, wer weiß, ob du morgen noch was kriegst. Ja. Dieser, ja, so ein Vorsorgegedanke ist ja schon da. Aber ganz unabhängig jetzt vom eigenen Kaufverhalten. Ich hatte vorhin, ich singe in so einem Kirchenchor, in so einem Gospelchor, und wir können im Moment nicht proben, aus naheliegenden Gründen. Also für die Hörenden, die das jetzt hier in 500 Jahren hören, wir haben zurzeit eine Kontaktsperre, eine staatlich verordnete Kontaktsperre. Wir dürfen nicht mit mehr als zwei Personen in 2 Meter Abstand stehen, und wenn sie zwei Personen da stehen, dann müssen die, glaube ich, auch noch verwandt sein oder aus demselben Haushalt kommen, genau. Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, also dass der nicht halt überspringen kann. Ich glaube, das hatten wir letzte Episode auch schon besprochen, aber es ist jetzt nochmal eine Schraube härter gedreht worden. Wir haben noch keine Ausgangssperre, wir dürfen immer noch auf die Straße, aber wir dürfen halt nur einzeln auf die Straße und wir müssen gucken, dass wir irgendwo alleine oder maximal zu zweit halt stehen. Dieses Versorgungsproblem, das gibt es irgendwie zusätzlich, und ich habe vorhin so gelacht, als die Chorschwester über unseren choreigenen WhatsApp-Kanal, ja, ich benutze WhatsApp, ja, ich muss das leider tun, ein Foto postete, wo sie 2 Pakete Hefe in der Hand hatte und sagt, ich habe noch Hefe bekommen. Ja, das ist, also so sind die Geschichten, die ich aus der DDR erzählt bekommen habe. Wenn man dann irgendwo dann mal eine Apfelsine erwischt hat oder so, dann war das irgendwie das Highlight der Woche oder des Monats oder des Vierteljahres. Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich sehr, sehr anders. Der Erik schreibt das mal. Ich habe die Zeit ja nie selbst mitbekommen, aber da meine Eltern und Großeltern in der DDR aufgewachsen sind, habe ich da so eine irgendwas Essbares wird es schon geben Haltung. Ah, okay. Ja, wenn du keine Brot bekommst, dann isst du halt Kuchen. Das ist schon klar. Ist bei mir auch so. Ja. Also das ist auch so ein Phänomen. Jetzt fangen alle an, irgendwie Mehl und Hefe zu horten, weil sie immer so viel gebacken haben oder wie? Also man jetzt Brot selber backen, ist ihnen bewusst, dass man dafür in Deutschland eigentlich Sauerteig verwendet? Wissen sie überhaupt, wie Sauerteig funktioniert? Oder wollen sie jetzt Hefezöpfe machen für Ostern? Und warum so viele? Und also das ist ja auch irgendwie so, hä? Ja, und ist ihnen bewusst, dass sie von einem kleinen Hefepäckchen ja auch ganz viel Hefe züchten können, also weiter? Keine Ahnung. Ja. Seid ihr noch? Ja, okay. Ja, das sind so 1000 Fragen. Wenn ich an Hefe Bernd denke, der ja auch, also Hefe Bernd ist ein Hefeteig, den wir auf Potsdok erleben durften, und weil der schön in der Sonne gestanden hat, hat sich dieser relativ kleine, überschaubare Batzen Hefeteig hat sich dann in wenigen Stunden in irgendwie das Fünffache verwandelt oder so und quoll aus allen Ritzen seiner Schachtel, in der er untergebracht war. Ich kann mir vorstellen, den kann man gut vermehren. Der ließe sich wahrscheinlich auch vermehren. Aber ja, wir versuchen, das Irrationale rational zu begreifen, und das ist einfach nicht zu begreifen. Ich glaube, das geht. Also ein, aber wie geht's denn? Ja. Einen schönen Tweet gab es heute noch irgendwo von einer Dame, die halt geschrieben hat, ja,
Sie hätte halt scherzhaft quasi zur Kassiererin gesagt, mit wem muss man denn hier schlafen, damit man Klopapier bekommt, weil zwar kein Klopapier im Regal war, aber massig Leute irgendwie mit Klopapier rausgegangen sind. Und dann ist sie wohl zum Ladenleiter geschickt worden quasi und hat dann Klopapier bekommen. Und dann haben natürlich alle angefangen, Kommentare dazu zu schreiben auf Twitter und dann sie so ein bisschen der Nächste, der Bückware schreibt, fliegt. und also ich fand es jetzt als Nicht-Betroffene lustig, aber natürlich, also ich kenne das ja, wenn einen dann 100 Leute denselben Witz machen, ja, so wenn man irgendwas geschrieben hat, aber ja, ich kann es mir echt vorstellen. Brüllkomisch. Ja. Ja, aber das ist also, wirklich... Hier unser der Bastard, das ist auch ein Podcaster, der macht so einen Personal-Podcast und er erzählte auch, er hätte ja früher im Einzelhandel gearbeitet. Inzwischen ist er in einer Werbeagentur, aber er hat noch Kontakte zu Leuten aus dem Einzelhandel und dann hat er so eine alte Kollegin angerufen oder eine ehemalige Kollegin angerufen und sagt, aber du, ich hab doch, kannst du mir nicht was zurücklegen? Und so sagen. dann ist er abends, so hat er im Podcast erzählt, ist er abends halt zu dem Laden gefahren und sie hat gesagt, ja, aber komm hinten rein. Und dann musste er hinten durchs Lager. Musste sich was aus, durfte auch nicht vorne raus, musste dann irgendwie Geheimsache, er hat sich gefühlt, als hätte er irgendwie völlig illegale, was weiß ich, Drogen gekauft oder so, dabei hat er einfach nur 3 Pakete Klopapier zu 1,99 da herausgeholt, aber die Szenerie war völlig absurd. Ich fand diese Schilderung sehr, sehr treffend, also wirklich gut. Also, naja. Ich habe jetzt mal gerade noch nachgeschaut für Leute, die wirklich, wirklich Probleme haben, mit Klopapier zu finden. Die Happy Popo Dusche bei Original Unverpackt gibt es immer noch. also, damit kann man sich auch reinigen. Nur, falls Happy jemand Happy Popo, da garantiert unverpackt. Was ist das? Original Unverpackt, das ist ein Laden ohne Verpackung, genau. Also, in welcher Stadt? Der ist in Berlin, aber die verschicken. Und ich fand das nur so lustig. Aber weil dann die verpackt, oder wie? In wiederverwendeter Verpackung von den Dingen, die sie bekommen haben oder so. Also das scheint schon irgendwie... In Klopapier, ja. Genau. In Klopapier. Naja, also ich fand dann nur, als ich das erste Mal auf dieser Seite war, habe ich dann diese Happy Po-Po-Dusche gesehen und habe gedacht, naja, also so weit muss es ja dann nicht sein, oder? So weit wirst du nicht gehen. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass manche Zero Waster auf YouTube ihr wiederverwendbares Klopapier zeigen. Und dann habe ich auch, okay, ja, also man muss nicht jeden Trend mitmachen. Aber nein, ja. Das muss man nicht. Obwohl der Trend Bidet, der ist ja nun wirklich nicht neu. Also der ist ja schon sehr alt. Ja. Ja, also und das, ja. Das kann ich auch mehr verstehen als wiederverwendbares Klopapier. Also man kann das ja in Kombination verwenden. Ne? Das, glaube ich, ist vielleicht eher was. Ich freue mich fast zu fragen, aber was muss man denn, also wie ist denn die Prozedur, dass man es zum, also in, was macht man denn mit dem Wiederverwendbaren, also wenn man es gebraucht hat, dass man es wiederverwenden kann? Das sind Stofftücher. In die Waschmaschine die oder in, was? Ja, ja. Also die werden in Essig eingelegt, in so einen Essigeimer. Und dann kann man die waschen und wiederverwenden. Ich halte das vielleicht nicht, also ich weiß nicht, ob es da nicht sinnvoller ist, einfach normales Toilettenpapier zu verwenden, auch wenn das halt wieder neu hergestellt werden muss. Aber weil, also jede Menge Essig und dann bei 90 Grad eine Kochwäsche ist jetzt auch, also nicht so umweltschonend, ne? Aber gut. Das ist richtig. Ne? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich das Pendant zum Stofftaschentuch. Also das Stofftaschentuch quasi für unten rum. So, das ist ja genau, auch, ne? Genau. Ja. Ah, okay. Ich sah letztens eine Doku über die Entwicklung von Klopapier. Was war denn das? Quarks?
Koks, so eine ganz, so 3 Minuten oder so. Und da wurde unter anderem so im, war das Mittelalter, wo der Kaiser dann zum, der hatte auf seiner Burg hat er schon eine Toilette, aber kein Papier, aber er nahm dann auch so Tücher und er nannte es Arschwisch. Das fand ich schön, den Begriff Arschwisch fand ich gut. Ja, man muss die Dinge nennen, wie sie heißen, oder? Ja. Oh, ja. Das war sehr, sehr beschreibend, sehr beschreibend. Aber mal weg von der Versorgung. Wir sind ja eigentlich noch in der Einleitung hier, aber ich würde doch trotzdem gerne mal fragen, wir haben ja jetzt dieses Gebot der Vereinzelung und damit geht auch einher des Homeoffices, wo immer möglich, also Heimarbeit. Machst du Heimarbeit? Hat sich was geändert bei dir? Genau. Ich mache jetzt Heimarbeit seit kurzem tatsächlich erst. Also wir haben relativ spät damit angefangen bei mir. Aber ich kann halt alles von zu Hause aus machen. Dementsprechend ist es jetzt, also ich arbeite sonst im Großraumbüro. Also es ist jetzt angenehm still. Ich muss nicht Musik hören, um andere Menschen zu übertönen. Das ist sehr komfortabel. Und ich habe die Möglichkeit, mehrmals am Tag einfach mal aufzustehen, mich ein bisschen zu bewegen, beim Telefonieren durch die Gegend zu laufen oder mich halt mal aufs Sofa zu legen, um irgendwie einen Text zu lesen. Und das finde ich sehr angenehm. Aber ich bin auch in der komfortablen Situation, dass ich keine Kinder versorgen muss. Und hier auch alleine wohne. Das heißt, ich gehe jetzt niemandem hier auf die Pelle. Dementsprechend ist das ja auch, also das hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile, weil man hat eben jetzt auch nicht so viele Leute zum Reden. Aber ja. Die Technologie der Welt hat ja, also ich habe meiner Mutter Google Duo installiert und jetzt können wir uns gegenseitig angucken. Das ist schon gut. Ist das so ein Videotelefoniedienst oder was ist Google? Genau, das ist FaceTime für Google. Aha, okay. Ja, ja, Videotelefonie, genau. Also hast du Erfahrung damit, so alleine zu arbeiten? Also der Hintergrund meiner Frage ist, ich mache das jetzt auch seit ungefähr einer Woche und ich habe große Schwierigkeiten, in irgendeiner Weise einen vernünftigen Tagesrhythmus zu finden oder eine Konzentration zu finden. Ich bin so ein News-Junkie, ich versuche jetzt die ganze Zeit irgendwie rauszukriegen, was sagt das Robert-Koch-Institut, was hat der Bundestag beschlossen, was ist die Landesregierung, Pressekonferenz, Bundesregierung, Pressekonferenz, also ich lasse mich von diesen ganzen Sachen so berieseln und ablenken, dass ich zur eigentlichen Arbeit, muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, jetzt kaum, in dieser Woche kaum vernünftig gekommen bin, muss mich auch erstmal hier so, ja, ergonomisch oder EDV-technisch erstmal so ein bisschen einschuckeln, was stelle ich wohin, wir müssen auch demnächst Videokonferenz machen, was kann ich, will ich von meiner Wohnung zeigen, was nicht, was ist der geeignete Platz, wo ist Licht und so weiter, also 1000 Fragen und ich bin ein bisschen so lost in space im Moment, das bekommt mir gerade nicht so richtig gut. Wie ist das bei dir? Also ich habe diese Informationsflutphase, die habe ich tatsächlich letzte Woche durchgemacht, wo ich dann auch echt ein bisschen kirre wurde und mich nicht so wirklich konzentrieren konnte, weil man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben. Und momentan, denke ich, sind wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo, also wir warten ja jetzt einfach nur, dass die Kurve hoffentlich langsamer steigt, ne? Und das ist jetzt so ich gucke dann mal, ist sie langsamer gewesen und ich lese dann irgendwie 2, 3 Artikel, aber tatsächlich heute habe ich sehr konzentriert durchgearbeitet, muss ich sagen. Das hat mir auch gut getan, mich da mal auf andere Sachen zu besinnen und nicht die Sachen zu schauen, die gerade so trenden, ne? Also immer wieder Nachrichten zu gucken. Das Fiese ist ja auch immer, wenn man irgendwie ein neues Tab bei Firefox aufmacht, dann kommt dann Firefox Pocket hin und zeigt dir, was gerade losgeht oder so. Ich glaube, da muss man sich echt so ein bisschen auch von lösen. Ich habe mir so eine, schon vor ein paar Wochen habe ich das mal ausprobiert. Da gibt es jetzt bei Google das Feature, dass man sich Apps ausstellt für eine gewisse Zeit. Die sind also ausgegraut. Man kann die jederzeit reaktivieren, wenn man das möchte, oder die Pausierung halt nochmal pausieren, um doch nochmal reinzugucken. Aber einfach dann schon zu sehen, ah nee, ich will ja jetzt nicht auf Twitter gehen.
Das hilft mir schon, um das so ein bisschen zu kanalisieren. Aber und in die Routine, ich habe nach meiner Doktorarbeit, beziehungsweise ich musste mich ja für meine Doktorarbeit schon extrem zusammenreißen. Es war wirklich 3 Monate Schreibarbeit. Ne? Morgens aufstehen, erstmal eine Runde spazieren gegangen, dann 2 Stunden schreiben, dann ein bisschen nochmal Pause gemacht, 2 Stunden schreiben, Pause gemacht, 2 Stunden schreiben. Das war dann immer so der Rhythmus. Und das hat mir, also da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich muss mir einfach nur vorher sagen, okay, ich habe halt diesen Rhythmus. Und jetzt ist halt so, ja, von 9 bis 1 arbeite ich und von 2 bis 6 arbeite ich. Und zwischendrin sollte man dann nochmal irgendwie so immer mal so 5 Minuten die normalen Kaffeepausen oder dieses, was man ja jetzt nicht mehr hat, dieses, der Kollege kommt vorbei und man sagt Hallo und irgendwie man redet noch mal so 2 Minuten über irgendwas oder man trifft sich an der Kaffeetasse, an der Kaffeemaschine oder so. Und das fällt ja jetzt weg. Und wenn man dann niemanden zu Hause hat, dann sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, okay, und dann schicke ich einfach immer um 12 irgendjemandem eine Nachricht. So, irgendwas Nettes oder so. Kann man sich ja überlegen. Also das habe ich jetzt noch nicht machen müssen, weil ich hatte dann irgendwie immer, wenn ich dann mal aufs Handy geschaut habe, irgendwie von Leuten Nachrichten, wo ich mich dann halt mal gemeldet habe für ein paar Minuten und dann mich wieder ganz gut auf die Arbeit besinnen konnte. Es geht irgendwie ganz gut. Aber ich hatte es jetzt auch 3,5 Jahre nicht. Ja? Also ich hatte jetzt 3,5 Jahre wirklich ganz normalen Bürobetrieb und vorher halt Doktorarbeit, Schreibphase, wo ich mich halt einfach mal selber organisieren musste. Deswegen, also ich kenne das, nur ein bisschen anders. Ja. Ich bin damals selbst zum Lernen für die Abschlussprüfungen bin ich immer in die Unibibliothek gegangen. Das war so mein Arbeitsplatz dann für ein paar Wochen. Bin morgens da rein und dann hatte man, ja, da war ja im Prinzip nicht viel anderes. Also die Konzentration hat sich dann mehr oder weniger von alleine ergeben. Und ich bin, und lustigerweise, ich habe während noch normaler Bürobetrieb war, habe ich hier zu Hause immer wieder Mengen an unterstützender Literatur und Webseiten und so weiter gelesen. Und ich war, als ich ins Homeoffice gegangen bin, der Überzeugung, das mache ich genauso weiter, super. Jetzt habe ich noch mehr Zeit, noch mehr Ruhe, Konzentration und kann das alles machen. Und also diese Woche hat mir gezeigt, diese Woche hat es gar nicht funktioniert. Bin sehr unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. So sollte es bitte nicht weitergehen. Aber ich frage mal meine erfahrenen, hier, wir können ja mal unseren erfahrenen Homeofficer, Officer Home, Lars, wie ist das bei dir? Wie ist was bei mir? Die neue Situation, zu Hause sitzen und arbeiten. Neu, Fragezeichen. Ja, das ist das, wie du schon sagst, sie ist für mich halt nicht neu. Das ist ja das, wo ich im letzten Sendegarten auch schon so ein bisschen kämpfte, dass ich genau weiß, dass da draußen irgendwas los ist, sich hier aber im Moment die Situation so verblüffend normal anfühlt. Und das ist so eine Schere in meinem Kopf, die mit der ich im Moment echt Probleme habe. Weil ich mach ganz normal meinen Job und es fühlt sich alles sehr normal an. Ja, und ich weiß natürlich, es ist nicht normal im Moment. Hast du denn irgendwie so Tagesrhythmen oder machst du sowas wie Pomodori oder so, dass du so 25 Minuten Takes machst und dann bewusst 5 Minuten Pause oder irgendwas zu einer Struktur? Oder machst du es einfach so, wie es gerade kommt, aus dem Bauch heraus? Nö, es ist eigentlich genauso, wie ich es früher halt im Büro gemacht habe oder wenn ich jetzt in der Firma eben auch mal vor Ort bin, dass ich zwischendurch mal einen Kaffee hole oder was zu trinken und oder man muss halt sowieso mal wohin, dann hat man kleine Unterbrechungen und daran hat sich zwischen Homeoffice und Büro bei meinem vorherigen Job und auch in meinem aktuellen Job überhaupt nichts geändert. Okay. Und dann, also ich beobachte bei mir zum Beispiel, dass ich unheimlich viel esse. Also ich will, das ist, wenn das so weitergeht, dann habe ich, glaube ich, 30 Kilo zugenommen, bis diese Kontaktsperre aufgehoben ist. Also ich muss wirklich gucken. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, jede Stunde habe ich so Hunger, dass ich glaube, jede Stunde Mittagessen oder so könnte ich im Moment. Das ist ganz absurd. Also bin
Ist das bei dir nicht so? Also bei dir läuft das eigentlich ganz normal in aller Ruhe und Regelmäßigkeit. Naja, ich frühstücke morgens und irgendwann gegen Mittag gibt's Mittagessen und abends gibt's ein kleines Abendessen. Also und zwischendurch keine anders Kekse, keine Schokoriegelchen oder so, nein? Ja, das Problem ist, dass ich ja so verfressen bin, dass ich sowas nach Möglichkeit nicht im Hause habe. Das heißt, da ist ja, die Versuchung auch nicht da. Das ist meine Taktik auch, aber ich will ja jetzt auch nicht jeden Tag einkaufen gehen. Deswegen habe ich hier was liegen und natürlich, wenn es da liegt, dann sagt es immer, iss mich auf. Der Trick ist, nicht loszugehen und Kekse zu kaufen. Ja, ja. Und dann? Hast du keine Kekse? Dann bist du unglücklich. Ja, aber dann bist du unglücklich. Ja, aber wenn du viele Kekse isst und 30 Kilo zunimmst, dann auch. Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Also ich kann... Ich darf vielleicht mal ganz zwischentreten. Was man sich natürlich überlegen kann, ist es das Essen, also das Knabbern, was einem hilft? Oder ist es das, also der Keks? Weil... Ich habe für mich rausgefunden, dass ich zwar auch gerne nasche, aber manchmal ist es, also meistens ist es mir ziemlich egal, was. Und also gerade diese Momente, die man so hat. Und wenn ich dann irgendwie Karotten oder Tomaten oder ein bisschen Gurke da habe, dann stillt das diese Naschlust auch, ich sag mal so zu 90%. Ne, es ist zwar nicht dieses Schokolade und Keks, aber es ist immerhin schon mal so, ja, irgendwas, ne, man ist so beschäftigt, man hat dieses wohlige Gefühl, etwas für sich zu tun, ne, und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu kanalisieren und anstatt jede Stunde halt irgendwie dann Keks zu essen, eben jede Stunde halt irgendwie ein paar Karöttchen oder so. Es gibt ja diese zugeschnittenen, also man muss sich da wirklich die Latte auch sehr niedrig legen, damit man nicht irgendwie dann auch noch irgendwie sich irgendwas schnibbeln muss. Und dann halt vielleicht nur einmal dann dem Keks nachgeben oder so. Ja, theoretisch ist alles das klar. Was? Ja, es ist so eine Umstellung dann auch. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich halt dieser Kontakt, der halt fehlt. Und du versuchst ihn gerade auf andere Art und Weise dir zuzuführen. Ne? Ich habe das mal, ich war mal für 14 Tage in so einem hotelähnlichen Betrieb, da gab es wirklich dreimal am Tag zu festen Zeiten Essen. So, Frühstück um 8, Mittag um 12 und Abendessen um 17.30 Uhr oder so. Also war relativ früh alles immer. Und die ersten Tage habe ich jede Mahlzeit gegessen, als gäbe es keinen Morgen. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ich muss ja um 8 Uhr nur so viel essen, dass ich um 12 Uhr bis, also quasi die 4 Stunden überstehe. Da braucht man wirklich nicht viel. Also im Grunde reicht ein halbes Brot, eine halbe Scheibe Brot, bis man dann um 12 Uhr gibt's ja wieder was. Ne? Und als ich das irgendwann begriffen hatte, habe ich aufgehört, diese Unmengen in mich hineinzustopfen. Also dieser feste Rhythmus, der hat mich total runtergebracht. Und den habe ich natürlich im Moment nicht. Jetzt habe ich immer das Gefühl, ist, als gäbe es keinen Morgen. Rein damit. Und das ist wirklich nicht gut. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was sich einfach mit der Zeit einpendelt. Also ganz ohne Erfahrung bin ich ja an der Stelle auch nicht. Aber ich bin etwas erschüttert, dass das gerade überhaupt nicht gut funktioniert, so diese Selbstkontrolle. Sebastian, ja, wie machst du das denn? Also, oh, Entschuldigung. Also ich würde nur abschließend vielleicht zu dem Essensproblem sagen, einfach halt sich eine Alternative zu suchen, was man halt sonst macht. Weil Essen ist halt, das zwingt ja zur Pause. Ne? Das heißt, vielleicht brauchst du auch einfach nur eine Pause. Ja, die Karotten liegen übrigens im Kühlschrank. Ne? Die Idee hatte ich ja auch schon. Aber ach so. wie sagt Gesche so schön? Ich weiß, dass ein Apfel besser ist, aber Schokolade ist halt geiler. Das ist ja so. Ne? Und die Tüte zu kaufen, ich habe so Minis, so Mini-Dinger da, schon mit dem Gedanken, da kann man ja mal einmal am Tag oder zwei am Tag oder so ganz dosiert. Das war keine gute Idee. Wahrscheinlich muss ich das so machen, wie der Lars das gesagt hat. Einfach gar nicht kaufen.
Und dann müsste man ja zur Tanke, bis man was kriegt. Und das ist dann vielleicht doch etwas viel Aufwand. Absurd. So, Sebastian, wie machst du das denn? Also ich kenne das Problem. Also ich habe auch ich bin ja jetzt seit 15 Jahren selbstständig und dementsprechend auch Homeoffice quasi und habe also ein bisschen längere Erfahrung schon mit dem ganzen Thema. Und ich habe auch in der Anfangszeit sehr zugenommen tatsächlich. Und es hat auch sehr lange gedauert, da von diesem Trend wieder runterzukommen irgendwann und das zu durchbrechen. Ein Rhythmus ist gut, also irgendeinen Rhythmus zu finden und auch gerade mit den Mahlzeiten den irgendwie einzuhalten und seinen Tag zu planen, das ist, denke ich, schon ein ganz guter Ansatz. Ja. Okay. Ja, und für dich ist jetzt natürlich die neue Situation auch nicht anders. Also nicht wirklich, ja klar, also ich meine, mit der Verknappung und so weiter, das kriegen wir natürlich auch mit. Ich backe ja auch normalerweise gerne Brot aber das scheint jetzt auch die Chance zu sein, dann doch mal endlich den Sauerteigbrot anzugehen, den ich so lange vor mir herschiebe schon. Aber wir haben noch Hefe bekommen. Ich brauche auch nicht so viel Hefe. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass viele viel zu viel Hefe in ihre Teige tun. Also das, was ich an Hefe für ein Brot brauche, damit komme ich ewig hin und den kann man ja auch einfrieren, also selbst wenn man irgendwie zwei hat, dann kann man ja einen auch einfrieren, die werden zwar über Monate dann nicht besser, aber das geht ja auch, also ist jetzt nicht unbedingt so ein Riesenproblem eigentlich, hat mich jetzt auch sehr verwundert auch, ja. Tja, du verstehst also unsere Mitbürger auch nicht, Schuschel alles verwundert. Ja, ich kann es mir herleiten, so wie das Anna eben auch gemacht hat, aber ich kann mir das jetzt auch, es verwundert schon so ein bisschen natürlich, klar. Ja, vor allen Dingen weiß ich nicht, ob die das überhaupt hinbekommen, mit der Hefe umzugehen, weil das ist ja jetzt nur, also es ist ja jetzt nicht so schwierig, aber es ist auch nicht so, also es ist jetzt auch nicht trivial. Ich meine, das ist ein lebender Organismus, der muss halt auch entsprechend behandelt werden. Gerade Trockenhefe braucht ja auch so ein bisschen, bis sie wieder auf die Sprünge kommt. Ne, also immer ist besser bei 60 als dieser, Grad ist gut. Genau. Ja, also ich weiß nicht, ne, und gerade Hefebrot, also ich habe mal ein Jahr in Schottland gearbeitet und dann habe ich halt versucht, Brot zu backen, weil ich dann irgendwann so, boah, ich brauche jetzt richtiges Brot. Ich brauche jetzt einfach Brot. Und dann habe ich halt so eine Backmischung genommen und dann so, das ist kein richtiges Brot. Das ist ja nur Hefe. Ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das ja gar kein richtiges Sauerteigbrot ist. Und da war ich dann aber, ich habe zu dem Zeitpunkt mit der Zellkultur gearbeitet, also halt mit normalen Zellen. Und wenn man dann einen Hefeteig bzw. einen Sauerteig zu Hause hat, dann ist halt die gesamte Küche voller kleiner Hefesporen. Und dann kann es sehr leicht sein, dass man sich seine eigenen Zellen, also die Zellen, mit denen man arbeitet, halt mit Hefe kontaminiert. Dementsprechend habe ich dann eben keinen Sauerteig angesetzt und habe das auch noch nie gemacht tatsächlich. Und seitdem nicht angefangen damit. Also ich wollte da viel später erst drauf zu sprechen kommen, aber das ist eigentlich ein sehr guter Moment, an den Hashtag Desperate House Preppers zu erinnern. Die Claudia und die Judith, die haben da so ein Projekt gestartet. Es gab ja schon den Podcast Desperate House Hackers, wo man so verschiedene praktische Fertigkeiten für den Haushalt irgendwie mal so ausprobiert hat. Und jetzt haben sie überlegt, wir machen eine Challenge sozusagen und nehmen das, was noch im Haushalt so da ist und versuchen daraus irgendwas Hübsches zu machen. Unter anderem geht es auch um Brotbacken, Sauerteig ansetzen und so weiter. Also an der Stelle schon mal der Hinweis auf den Podcast Desperate House Hackers mit der Sonderepisode und dem Hashtag Desperate House Preppers. Kommen wir aber nachher nochmal drauf, glaube ich. So, jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen in der Gegenwart angekommen. Vielleicht noch ganz kurz so neben den praktischen Dingen, wie fühlt sich das jetzt so an, dass die Regierung sagt, alle Schulen dicht, alle Unis dicht, alle Läden dicht, die jetzt nicht lebenswichtige Sachen verkaufen, sogar Friseure mussten jetzt zumachen und Tattoo-Studios.
wo ich schon auch gedacht habe, Tattoo-Studio, aber gut, die waren am Anfang noch offen. Corona kommt, genau. Schnell noch ein Tattoo. Schnell noch ein Tattoo. Ich kann nicht überleben ohne. I love Mom. Ich wollte einen Anker haben, Mensch. Gibt was nix. Klassisches. Das ist jetzt rationiert. Oder so, dass das eben Supermärkte nur noch eine gewisse Anzahl Menschen reinlassen oder so. Also irgendwie fühlt sich ja schon von alles ein bisschen anders an. Hat das noch eine mentale Wirkung irgendwie so bei euch? Anna, ist bei dir? Ja, also ich habe das neulich auch mal auf Twitter habe ich mal so einen Thread dazu gemacht, weil mir hat das halt ordentlich auf den Rücken geschlagen tatsächlich. Also ich habe so die Eigenart, immer wenn mich irgendwas belastet, dann kriege ich das nicht so mit, merke dann aber so körperliche Symptome. Also den ersten Talk, den ich von einem sehr großen Publikum sprechen sollte, da habe ich dann irgendwann sitze ich da so und ich dachte, ich bin vollkommen entspannt und plötzlich merke ich, dass ich zitter. Ne? So, also so, aha. Also so auch wirklich so, ich zittere gerade, dann bin ich wohl aufgeregt oder so total in meinem Denken so total entspannt, dann bin ich wohl aufgeregt. Jetzt wache ich neulich auf und denke so, okay, mein Rücken tut höllisch weh, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Es ist einfach ein bisschen viel und man ist das auch gar nicht so gewöhnt und plötzlich ändert sich alles. Also ne, einfach dieses Wissen, meine Schwester wohnt ja in der Schweiz, ich kann da jetzt nicht einfach mal hinfahren, selbst wenn irgendwie was wäre oder wenn man einfach mal sagt, ich möchte jetzt mal meine Schwester besuchen. Das ist auch irgendwie komisch. Und das ist ja auch so, das habe ich in meinem Leben ja noch nie erlebt, dass ich irgendwo nicht hinfahren kann. Ja, jedenfalls nicht bewusst. Also in jedes Land, wo ich bislang hin wollte, da kam ich auch rein. Und meistens sogar ohne irgendwie noch nicht mal einen Ausweis vorzeigen müssen. Ne? Und das ist für mich so dieses Wissen, dass das nicht geht. Und das Merken, wie sich die Menschen um einen verändern, die halt auch alle dünnhäutiger geworden sind, finde ich. Und also manche Leute sind ja wirklich dann, also die dann halt quasi schon im Raumanzug quasi nur noch rausgehen. Irgendwie, ich war neulich in der Apotheke und dann standen da die Apothekerinnen, also allesamt PTAs, weil die Pharmazeutinnen, die Apothekenbesitzerinnen, die stellen sich natürlich nicht dahin, ne? Stehen dann hinter 1 Zentimeter Plexiglas, haben dahinter noch eine Schutzbrille und einen Mundschutz an. Ach, haben nur eine kleine gehabt und das EC-Kartengerät wurde alle 2 Sekunden desinfiziert und man durfte auch nur rein, wenn man sich die Hände desinfiziert hat. Und dann habe ich gedacht, also es ist auch ein, das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt so. Also, weil, also das Virus kommt ja jetzt auch durch das Plexiglas nicht durch, ne? Dann muss ich dann auch nicht durch so eine Maske dann versuchen zu atmen, weil das ist auch sehr unangenehm. Das weiß ich halt aus Erfahrung. Aber und dann denke ich mir so, das ist natürlich, das sieht so creepy aus und ist halt überhaupt, also einfach eine ganz ungewohnte Umgebung. Und das ist schon, das macht was mit einem. Man kann es nicht so genau sagen, aber es führt zu so einer generellen Nervosität, glaube ich. Und die schaukelt sich dann natürlich hoch, wenn man andere Menschen um sich hat. Ja. Dieses Gefühl. Ich war letztens im Supermarkt und bevor ich da reingegangen bin, habe ich gedacht, jetzt hältst du die Luft an, bis du wieder draußen bist. So wirklich so komplett irrational. Aber ich habe gedacht, jetzt Luft anhalten und wie so eine Bahn tauchen oder so. Einmal durch den Supermarkt und wieder raus. Und natürlich ist das völlig, völlig irrational. Aber ich hatte immer das Gefühl, in diesem Markt ist irgendwas, was mich anspringen will irgendwie so. Und sah dann auch Kunden mit Mundschutz, teilweise Handschuhe. Ein Mann hatte ich vor mir, der hatte Mundschutz, Handschuhe in der Hosentasche, war auch so eine Cargohose, da hat er noch eine Flasche Desinfektionsmittel drin.
aber er stank 3 Meter nach also auf 3 Meter nach Schweiß, wo ich dann auch gedacht habe, also Hygiene in allen Ehren, aber vielleicht fangen wir mal an einer anderen Stelle an, ja? Also irgendwie, das war so, das war so komplett absurd. Und dann siehst du halt diese vermummten Menschen und dazwischen diese armen Menschen, die da die Regale einräumen, natürlich komplett ungeschützt. Ab und zu haben sie dann irgendwie so einen Transportwagen so ein bisschen so gestellt, dass die Ecke, wo sie dann so sind, dass man so nicht näher rankommt, als der Transportwagen eben breit ist. Und dann habe ich auch gedacht, was laufen denn hier jetzt gerade für irrationale Szenen ab? In mir, meine Gedanke, ich halte jetzt die Luft an, bis ich wieder draußen bin, auch so eine komplett bescheuerte Idee, dann die Leute, die sich meinen, irgendwie schützen zu wollen oder zu können, das war auch so ganz, ganz komisch. Ich war froh, dass ich da wieder raus war. Und dann habe ich auch gedacht, naja gut, hast du jetzt erlebt, ist abgeschüttelt, aber ich merke, dass normalerweise habe ich überhaupt kein Problem im Schlafen. Und diese Woche hat das nicht gut funktioniert. Also ich bin nächtens wach geworden und konnte auch kaum wieder irgendwie einschlafen. Und nicht so, dass mich jetzt, mein Hirn zermartert habe an irgendwelchen Dingen oder so, oder ganz konkret, sondern einfach so ein latentes, unscharfes, nicht greifbares, weiß nicht, vibrieren ist falsch, aber so ein Seelenvibrieren irgendwie so. Also irgendwie, irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber ich weiß überhaupt nicht, ich weiß gar nicht wie und wo und was. Und es ist alles komplett bekloppt. Und trotzdem ist es halt da. Also das irritiert mich. Also nicht schlafen können ist bei mir echt ein ganz großes Warnzeichen. Zum Glück habe ich keine Rückenschmerzen. Das fehlt mir noch. Da möchte ich nicht tauschen. Ja, ich bin sie auch zum Glück wieder losgeworden. Das Schöne ist ja jetzt, dass du ganz viele Live-Apps, so Lifestyle-Apps gerade kostenlos sind oder Features freigeschaltet haben. Also ich mache gerade sehr gute Erfahrungen mit Headspace, dieser Meditations-App. Down Dog, das ist so eine Yoga-App. Da habe ich jetzt gegen meine Rückenschmerzen angeyogit. Das funktioniert ganz gut. Super. Aber ja. Also vielleicht hilft ist das bei, was, ne? Also, ja. Okay. Wie ist das bei dir, Sebastian? Hast du auch dieses Seelenvibrieren? Ja, also das habe ich im Prinzip ja schon seit einem Jahr, ich hatte letztes Jahr halt ein relativ einschneidendes Erlebnis, wo mein Vater gestorben ist, und seitdem beschäftigt mich sowieso immer was im Hintergrund, und diese Krise und auch die Toten aus Italien und auch diese gesamten Umstände, die holen natürlich auch einiges wieder hervor, und das in Kombination ist schon schwierig wegzuschalten, und das beschäftigt mich dann natürlich auch, ja. Und vor allem, ich weiß ja auch, wie sich das letztes Jahr dann noch so nah angefühlt hat, eine Beerdigung durchzuführen, wenn ich mir vorstelle, in dieser jetzigen Zeit keinen richtigen Abschied nehmen zu können von einer Person, die jetzt stirbt. Das ist wirklich sehr schwierig, sich vorzustellen. Also das ist schon eine schwierige Zeit gerade. Also das wünsche ich gerade wirklich niemandem. Das wünsche ich sowieso niemandem, aber letzten Endes ist es ja so, aber gerade jetzt ist es doch dann doch unter diesen Umständen doch besonders schwer. Oh ja. Das kann ich auch gut verstehen. Ja, ich frage einfach mal den Lars, frage einfach mal weiter, weil ich Lars, ja, wie ist ich es weiß bei dir? Es nicht genau. Ich glaube, dass ich belasteter bin, als mir bewusst ist. Ich fühle mich extrem unbehaglich dieser Tage. Das war zwischendurch mal, es fing mal an, dann wurde es weniger, dann wurde es wieder mehr, und
Ja, auch wenn ich hier so einen Alltag lebe, ist so das Gefühl da, dass das was nicht stimmt. Und so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Man kann eben nichts dran ändern im Moment. Man kann eben nur nach den Regeln spielen. Und ja, das ist so halt eine total fremde Situation. Und ja, also ich fühle mich davon belastet. Ich kann allerdings gar nicht genau sagen, in welchem Umfang. Das ist, zwischendurch hatte ich mal so ein bisschen Husten und wo man sich normalerweise dann halt nie einen Kopf drum gemacht hat, macht man sich plötzlich einen Kopf drum. So unwahrscheinlich da jetzt, das nun mal jetzt auch ist, dass man da was erwischt hat bei der Menge Menschen, die hier leben, ist es doch für den Einzelnen noch sehr unwahrscheinlich, da was einzufangen. Und ja, es ist so ein Gespenstersehen ist da mit im Spiel und das ist gerade echt nervig. So, da habe ich keine klugen Sachen drauf zu sagen. Ja, mir ging so die Tage durch den Kopf, wenn es, wir hatten ja schon mal so Bedrohung durch Hochwasser oder sowas. Da siehst du halt, dass der Fluss von Stunde zu Stunde steigt und da siehst du das Problem. Also da ist das Wasser, ne? Wenn es noch höher steigt, dann kommt es über diese Mauer drüber und da kann man noch einen Sandsack mehr drauflegen und merkt man aber auch, die Sandsäcke halten nicht und irgendwann musst du halt auch aufgeben und aber du siehst das Problem, du kannst genau sagen, da ist das Problem und auf der anderen Seite ist das Problem eben nicht, du kannst es irgendwie zuordnen und so weiter. Was wir zurzeit haben, ist so nicht richtig greifbar, ne? Also das... Ja, du siehst es nicht, das, ne? Genau, das ist so... Das, also ganz interessant und vieles scheint ja... Also wenn es dann so heißt, 80% der Bevölkerung kommen mit relativ leichten, selbst wenn sie sich infizieren, kommen mit relativ leichten Symptomen davon, man kriegt das ja auch irgendwie erstmal so, ist doch okay. Nur dass dann halt etliche dann doch auf der Strecke bleiben und so viele, dass man eben dann doch die Beerdigung in dem 100er-Takt machen kann, das kann man nicht in Kauf nehmen, das ist völlig klar. Und das ist alles so, hat sich echt Mutter Natur richtig was ausgedacht für uns. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Leute hier auch ganz normal spazieren gehen mit ihrem Mundschutz. Und dann denke ich mir halt auch so, naja, aber also selbst wenn die jetzt infiziert sein sollten und Angst haben, andere anzustecken, wo ja die Masken das meiste eigentlich bringen, die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt wirklich den Abstand einhält und sich mit den Leuten nicht unterhält oder die anfasst, sich dann anzustecken, ist halt extrem gering. Und aber ich glaube halt, die meisten Leute tragen den Mundschutz nicht, um andere zu schützen, sondern die tragen den, weil sie glauben, dass der ihnen Schutz bietet. Und wir sind gerade in so einer Zeit, wo die Leute in vielen Dingen irgendwie Schutz suchen, die aber rein symbolisch sind, also halt auch Handschuhe oder so, meines Erachtens bieten die halt eher eine falsche Sicherheit, weil die meisten Leute gar nicht wissen, wie man sowas richtig anwendet. Ja, also die tragen dann ihre Handschuhe, fassen dann trotzdem alles an und wenn genau. Sie die Handschuhe ausziehen, fassen sie die Handschuhe an und dann fassen sie sich damit halt wieder an, ne, weil sie ja glauben, naja, meine Hände waren ja geschützt, ohne das halt zu merken. Und gut, es hat ja nicht jeder in so Schmodder rumgearbeitet wie ich, ja, dass er halt wusste, dass er diese Sachen jetzt nicht anfassen will. Es ist halt eine unlogische Verhaltensweise. Die Leute glauben, dass sie sich schützen. Eigentlich sind wir quasi ja, also vom Gefühl her wie einen Helm im Flugzeug anzuziehen, falls man abstürzt. Ja, so. Ja, ja, gut, es ja. Es ist ein geringer Schutz da, aber in aller Wahrscheinlichkeit wird er ihn nicht brauchen. Ja, macht mich halt so ein bisschen ratlos, weil klar, wir sind halt hilflos. Wir sind der Mutter Natur eben hilflos ausgeliefert und haben das aber sehr lange vergessen. Ne? Ja,
Das stimmt, wir haben das komplett vergessen, wir haben es komplett in unserem Luxus so eingeigelt, dass man sogar gesagt hat, Schutzimpfung, pfah, brauchen wir nicht, diese alten ollen Kacker, die gibt es doch gar nicht mehr, das war doch früher mal ein Problem, heute doch nicht mehr, heute haben wir doch alles im Griff. Und ich glaube, da hat Mutter Natur irgendwann mal gesagt, Moment mal, ja, ich bin auch noch da, vergesst mich nicht, und wenn ihr das auf die harte Tour lernen müsst, dann eben auf die harte Tour. Das ist so meine prosaische Erklärung. Habt ihr das auch, wenn ihr jetzt diese ganzen Schilder seht, ne, so von wegen nur zwei Leute irgendwie oder bitte Hände waschen, bitte nicht Hände schütteln oder so, diese ganzen Warnschilder wegen Corona geschlossen und so, das habt ihr dann auch immer mal so diese Überblende im Kopf quasi und in 3 Wochen das Schild ist vergraut und ein Zombie läuft dahinter so vorbei und dann schwenkt die Kamera und es ist niemand mehr da, außer ein paar Zombies und so. Also so wirklich diese, in so ein postapokalyptisches Zeitalter überblendet. Das habe ich immer bei diesen Schildern. Nee, zum Glück habe ich das nicht so. So Rollgras über die Straße. Ne? Ja, genau. Nee, das habe ich zum Glück nicht. Aber ich habe auch keine Vorstellung, wie wir da wieder rauskommen sollen. Also ich habe vorhin hier vom MDR den Kikulé gehört. Der hat ja angeblich heute in der Zeitung Die Zeit ein Ausstiegsszenario irgendwie skizziert, wie man denn überhaupt mal wieder aus dieser Kontaktsperre rauskommt, was man denn als nächstes so machen könnte. Und da ging mir erstmal so auf, ach ja, natürlich, es gibt ja auch, also jetzt denken alle irgendwie bis Ostern oder bis zum Ende der Osterferien und dann wird halt alles angehalten, aber dann, es muss ja irgendwann auch mal wieder was passieren. Und er meinte, wir würden dann 2 Jahre lang mit Mundschutz rumlaufen oder so, so ungefähr. Ja, auch nett. Ich weiß nicht. Ja, also ich weiß halt nicht, wie lange das Menschen aushalten, ne? Diese Isolation und nicht lange. Ja, also weil ich glaube, irgendwann werden sie sagen, ja, ist mir doch scheißegal, ich arbeite nicht im Gesundheitssystem, ich bin nicht alt, ich will jetzt einfach wieder Party machen gehen. Ne? Also genau. So, Ja, ja. In den USA werden ja diese Unkenrufe schon laut, ne? Also von Leuten, die dann halt tatsächlich sagen, naja, ich gebe gern mein Beatmungsgerät dann ab, und Politiker, die sagen, ja, also es gibt ja viele ältere Leute, die sich für die Wirtschaft opfern würden. Okay. Humans of late capitalism, okay. Das geht in Bereiche, wo ich noch nicht mal mehr mitdenken kann. Da kann ich einfach nur Nein schreien innerlich. Sagen, nein, nein, nein. Ihr könnt doch nicht dem schnöden Mammon Menschenleben opfern. Also damit die Börse stabil bleibt, bitte, sollen jetzt irgendwie alle Leute über, was weiß ich, Alter 75 geschätzt oder was, einfach wegsterben? Gezielt? Dann sind wir aber doch nicht mehr weit weg von dem, was wir schon mal hatten hier in Deutschland. Und der kann doch nicht mal argumentieren dagegen. Da kann ich nur Nein schreien. So geht's nicht. Nein, so nicht. Aber dass Menschen was sagen können. Grauenvoll. Ja, vor allen Dingen sind es ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Älteren, die darunter dann leiden werden, sondern wenn es, also zum einen betrifft es ja auch alle Altersgruppen, und zum anderen bedeutet es ja auch, wenn das Gesundheitssystem überlastet wird, dann wird halt vielleicht auch deine Blinddarmruptur nicht operiert. Ja. Und also das heißt ja nicht, dass wir, ne, es gibt bei den Dinos, gibt es ja irgendwie diese Folge, wo sie die Oma in den Sumpf schubsen müssen, weil die irgendwie 65 ist oder so, und dann besinnen sie sich darauf, dass man ja alte Menschen auch irgendwie oder alte Dinos auch irgendwie gebrauchen kann. Ja, also, ne, so, also wir wollen nicht einfach irgendwie alte Leute in den Sumpf schubsen, das ist nicht nur der Grund, sondern wir müssen ja noch andere Leute schützen, ja? Nicht in den Sumpf schubsen. Oh Gott, ist das ein Zungenbrecher.
Ja, also, aber ich finde es interessant, dass diese Rufe laut werden. Ich finde interessant, dass sie gehört werden teilweise auch. Ich finde es aber auch wichtig, darüber zu reden, was macht das halt mit den Leuten, wenn es jetzt so bleibt, ne? Und wie lange das dann so bleibt und was man dann tun kann. Okay. Ja. Ja, jetzt waren wir gerade bei diesem Menschen gegen Börse oder junge Leute immunisieren und dabei aber so 5 von 100 auf der Strecke lassen, stehen geblieben. Also auch so ein richtig erbauliches Thema. Ich bin an dem Punkt, wo ich da an der Stelle mag ich einfach mein Gehirn zumachen. Ich kann da nicht mehr mitdenken. Da schreibe ich, wie gesagt, einfach nur nein, geht so nicht. Das ist ein Punkt, das ist so eine Art rote Linie. Wenn wir die überschreiten, dann sind wir in der Barbarei. Und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Dafür sind wir zu, ja, klingt ein bisschen doof, aber dazu sind wir zu entwickelt. Wir können nicht wieder zurück in diese Barbarei. Oder wir wollen das, aber dann ist unsere ganze Kultur am Ende. Na gut, es ist ja jetzt nicht so, als würden wir diese Barbarei nicht anderweitig durchführen. Ne? Also an den europäischen Außengrenzen und ja. Die Leute, die unsere Handys herstellen, also und das akzeptieren wir ja alle irgendwie. Und nicht, dass ich jetzt sage, wir sind ja alle bigot, weil ich glaube, wir sind schon die Leute, die sich dessen wenigstens bewusst sind und denen das auch was ausmacht, wenn sie auch nicht so wirklich die Lösung dafür haben. Aber wir sind da schon dran gewöhnt, ne? So ein bisschen. Genau, ich hatte wenigstens ein schlechtes Gewissen. Ich habe zwar das billige T-Shirt gekauft, aber wenigstens ein schlechtes Gewissen, das hatte ich. Genau. Oh, es ist alles. Das ist wirklich schwer. Aber das lösen wir. Ja, Entschuldigung. Der Sendegarten ist auch unpolitisch. Wir versuchen das jetzt mal einfach so stehen zu lassen. Ich glaube, das bringt uns am. Sonst kommen wir, glaube ich, hier aus einer gewissen Depression nicht wieder raus. Oder. Ich will das Wort Depression jetzt nicht entwerten, für alle die damit Probleme haben. Aber das unglückliche Verstimmung. Ja, aus einer unglücklichen Verstimmung nicht mehr heraus. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, die heißt Neue Ernte und da haben wir zwei Sachen drin. So, nach dieser langen Einleitung kommen wir doch mal so ein bisschen ins Fahrwasser des Sendegartens zurück. Und die neue Ernte ist der Moment, wo wir sagen, was uns von Hörerseite sozusagen zugeworfen worden ist, was wir in unserem Erntekörbchen hier gefunden haben. Und tatsächlich haben wir wieder eine Auphonic-Zeitspende bekommen. Es ist schon wieder passiert. Am 16.03. hat es geklingelt in unserer Kasse und jemand hat uns 5 Stunden Auphonic-Zeit geschenkt. Die Message, die damit verbunden war, ihr seid toll, weitermachen. Liebe Grüße. Und dann kommt Martin Nobli. Das ist offenbar der Twitter-Handle oder der Name, der Nick. Ganz herzlichen Dank, Martin Nobli, für die Spende. Sie ist angekommen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch gut einsetzen. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin den Content liefern, den du genießen kannst. Und derweil bin ich hier gerade aus dem Chat geflogen. Ist auch sehr nett, sehr schön. So, und dann hatte ich noch reingeschrieben, genau, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang schon mal. Oder war das noch in der Pre-Show? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist Animal Crossing? Der liebe Erik hatte uns nämlich vorhin ein Bild gemalt. Es ging offenbar, es gibt offenbar ein neues Spiel, Animal Crossing, und da hat er den Sendegarten nachgebaut. Also es gibt einen Tweet, wo er gesagt hat, warte mal, was war alles da? Er hat geschrieben, er hat den Sendegarten gebaut, nur echt mit Gartenbank, Blütenschätzen und Abspielgerät. Sehr, sehr niedlich. Dankeschön dafür. So, ist bei mir alles so still? Seid ihr noch da? Ja. Ja. Ja, weil hier das Gerät hat sich entbunden und ich habe gar nichts mehr gehört. Okay. Dann kommen wir doch weiter auf die Gartenbank einfach. Gehen wir auf die Gartenbank. So,
Wer auf der Gartenbank sitzt, hat sich ja nun schon mitgeteilt. Das ist die Anna, die Frau Dr. Anna, die Frau Dr. Anna Müllner. Guten Tag. Bitte wie? Guten Tag. Ach, guten Tag. Also, guten Tag. Ja, ja. Guten Tag. Was bist denn du für eine Frau Doktor? Was kann man denn bei dir, kann man mit Hautproblemen zu dir oder mit Bauchschmerzen oder was verarztest du denn? Bitte einmal von überbeugen. Nein. Es geht schon wieder los. Oh Gott. So schnell geht das. Von Tod und Sterben zu Unsinn reden. Ne? So ist es hier. Ja, genau. Ja, was soll man denn sonst auch machen? Ja, genau. Unsinn was soll man sonst machen? Was gibt es Sinnvolleres als Unsinn? Ich bin Biologin. Ich bin Dr. Rea Natt und habe meinen Doktor in Zellbiologie gemacht, um dort zu erforschen, warum Zellen Krebs bekommen. Also auch ein sehr fröhliches und einfach verdauliches Thema. Ja, eigentlich gar nicht, ne? Also ich versuche das ja mal lustig in meinem Science-Slam zu verwursten. Also es geht schon, man kann das so ein bisschen morbide betrachten. Ah, okay. Ist das was Österreichisches? Die sind doch mit dem Tod immer ganz nah verwandt da. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich mich mal wieder hier durch irgendwelche Captchas wühlen muss, weil mein Dings mich hier rausgeschmissen hat. Läuft ja heute wirklich sehr, sehr schön rund. So, nein, ich will hier nicht benachrichtigt werden. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, warum bist du denn Biologin geworden? Die einfache Frage. Weil wir wissen ja vom Botenstoff-Podcast, vom Biologie-Berufe-Podcast, dass wenn man Biologie studiert hat, dann hat man gar nicht so einfach irgendwie irgendwo unterzukommen. Biologen sind schwer vermittelbar. Warum studiert man das denn dann? Also ich habe ja damals beschlossen, dass ich irgendwas studiere, was sich auch lohnt. Entschuldigung. Bin ich auf dem falschen Dampfer? Hat mich der Peter so eingenordet? Nee, also ich finde es jetzt, alle Biologen und Biologinnen, die ich kenne, haben eigentlich soweit jetzt erstmal gute Jobs gefunden. Es hat nur manchmal ein bisschen gedauert. Aber warum bin ich Biologin geworden? Das ist eine sehr lustige Geschichte eigentlich, aber sie ist auch etwas morbide, weil ich war in der 11. Klasse für ein Jahr in den USA. Und hab dort, durfte ich sezieren. Und in Deutschland kriegt man ja höchstens mal so ein Rinderauge vorgelegt und dann kann man damit irgendwelche Späße machen. In den USA bekamen wir halt Fische, einen Tintenfisch, ein Rinderherz und irgendwie Eulengewölle und das eine Maus. Und das Coolste war dann tatsächlich eine Ratte, die sogar Föten noch drin hatte. Und das war für mich halt so diese Erfahrung zu sehen, wie sieht Leben eigentlich, also in dem Fall natürlich war es mal Leben, ja, aber wie sieht das eigentlich aus? Wie funktioniert das? Wie hält das alles zusammen? Ja? Und das hat mich von da an sehr interessiert und ich hatte auch eine ganz tolle Biolehrerin. Und zu dem Zeitpunkt kam auch gerade CSI auf und das fand ich natürlich, das sind ja auch alles Biologen, die da arbeiten und Fälle lösen und mir war klar, dass das nicht so einfach funktioniert, aber ich fand das alles sehr spannend und dann kam ich dann zurück nach Deutschland und wollte sowohl Biologie-Leistungskurs machen als auch wieder weiter Informatik machen und da hat man mir dann gesagt, nee, du warst ja jetzt ein Jahr nicht da und hast in den USA keine Informatik gemacht, deswegen kannst du jetzt nicht Informatik machen. Und als ich dann meinte, naja, wie sieht es dann mit einem Informatikstudium aus, dann hat man mir gesagt, nein, für ein Informatikstudium musst du programmieren können. Und das konnte ich nicht und dann habe ich halt beschlossen, gut, dann mache ich halt Biologie. Und dann kam ich noch nicht mal in den Biologie-LK mehr rein, weil der sich mit den anderen Fächern ungünstig überschnitten hat und habe es dann aber dennoch durchgezogen und bin an eine kleine FH, wo man Biologie ohne den ganzen Bio-Quatsch lernen konnte. Also es ging wirklich nur um, was passiert so innerhalb von der Zelle. Ne? Also Biologie ohne Bio ist Logi. Genau, es ist einfach nur noch logisch.
ne? Ja, okay. Was ist denn der Bio-Quatsch, was du gerade gemeint hast? Was verstehst du unter Bio-Quatsch? Also dieses ganze, was ich nämlich nie so wirklich verstanden habe, war so Ökologie und also ich weiß, das existiert und ich weiß, das ist auch richtig und kann man machen, aber ich habe auch absolut keine Probleme mit der Evolution, aber ich wollte es einfach nicht lernen, wie das jetzt, welcher Knochen jetzt aus was entstanden ist und welcher Baum wie heißt und welches Köttelchen von welchem Tier gelegt wurde, das wollte ich auch nicht wissen, sondern ich wollte wissen, wie funktioniert die Lebewesen innen drin, ja, was hält es alles am Laufen, wo ist das Leben überhaupt, ja, das her? Und da kommt man dann sehr schnell wirklich so zur Zellbio, zu den körperlichen Zusammenhängen und das fand ich dann wirklich spannend und habe mich da auf dieser Art und Weise dann immer weiter bewegt und mich so in der Biologie zurechtgefunden, bis ich dann irgendwann dazu kam, okay, wie entsteht dann eigentlich Krebs? Also was macht eine Zelle zur Krebszelle? Das war mehr so ein bisschen, man stößt halt dann auf Arbeitsgruppen, wo man dann gerne arbeitet und dann die Themen spannend findet. Weil also das Thema, was ist eigentlich Leben, gibt es halt leider meistens nicht so nicht so einfach zu lernen, ja, sondern muss halt irgendwo gucken, wo findest du was dich interessiert. Und da kam ich dann eben zur Krebsforschung. Genau. Aber um das Studium abzuschließen, musstest du dich doch sicherlich auch mit diesen anderen Sachen, die dich nicht so interessiert haben, beschäftigen. Oder war das durch das FH-Studium schon tatsächlich so ausgesiebt, also dass du quasi diesen ganzen Ökologie-Quark oder was dich nicht interessiert hat, tatsächlich auslassen konntest? Ging das? Genau. Also weil die FH, die hat tatsächlich ein Studium angeboten, was ohne Ökologie auskam und ohne Zoologie und ohne Botanik. Und man hat nur Histologie und also das erste Semester war Chemie, Molekulargenetik und Physik und Mathe, Statistik. Und Physiologie und Histologie. Oder ich glaube, das erste Jahr oder so. Also es war relativ viel. Wir haben dann so Gewebeschnitte gemacht und Es klingt alles so nach so einer Laborkarriere oder so. Also Vorbereitung für eine Laborkarriere. Ja. Ja, das war ja da diese Umstellung auf den Bachelor. War gerade zu dieser Zeit. Und die FH haben sich ja damals schon rausgestellt, dass sie die Leute quasi in den Beruf bringen wollten. Ne? Und also gar nicht so sehr wie so ein Universitätsstudium, was dich quasi ans Denken bringen soll, sondern dich mit einem Thema halt sehr tief geistig auseinandersetzen, sondern du solltest relativ praktisch Sachen lernen und so bin ich dann auch immer an die Sachen herangegangen. Also es war, ohne dass ich das wusste, war das für mich die richtige Herangehensweise, einfach erstmal zu gucken, was ist so ein Gewebeschnitt überhaupt, wie funktioniert das? Zu sehen, okay, wenn ich das jetzt so einfärbe, sieht das so aus, anstatt mir das und dann die chemischen Reaktionen mir anzuschauen, anstatt vorher zu lernen, was ist denn die chemische Reaktion und so weiter und so fort und dann darüber eine Klausur zu schreiben und dann darf man vielleicht mal ins Praktikum gehen. Ich brauchte das immer sehr praktisch. Und das hat mir da sehr geholfen. Ich bin dann aber ganz normal weiter zum Master. Also das war ja damals die große Angst, dass wenn man den Bachelor nicht gut macht und da wurde ja, also die Klausuren waren ja sehr hart, weil man noch daran gewöhnt war, dass man nur ein Diplom braucht, wo man nur bestehen muss. Aber die Klausuren waren dann halt sehr hart und galten dann aber gleich, also jede Klausur galt ja mit für die Abschlussnote. Und da waren natürlich alle extrem gestresst, um dann noch einen Masterstudienplatz zu bekommen. Und das hat dann aber bei mir auch relativ einfach geklappt. Und dann
bin ich nach Heidelberg für den Master und das war dann auch eigentlich eine rein praktische Sache. Und ich habe dadurch halt gelernt, wie arbeite ich mich in Themen rein, in viele unterschiedliche Themen und wie gehe ich dann praktisch da heran. Und das hat mir dann in der Doktorarbeit auch weitergeholfen. Also mich in Themen einarbeiten, praktisch irgendwas versuchen zu lösen. Keine Ahnung. Also irgendwie bin ich das, dann. Das klingt so, als wärst du so ein bisschen unehrfürchtig an das herangegangen, wo viele andere wahrscheinlich denken, oh, das ist jetzt hohe Wissenschaft und da muss man, wer weiß, was für krumme Dinge denken und was weiß ich, irgendwie die Weisheit, von der Weisheit erleuchtet worden sein. Bei dir klingt das eher so ein bisschen, wo ist der Werkzeugkasten und wo ist das Problem? Ich fange mal an. So unehrfürchtig, ja. Das beste Wort, also das ist, dafür. Da wird man dann da tatsächlich dazu. Also am Anfang saßen wir dann auch immer irgendwie davor und ich habe dann immer gedacht, das muss doch irgendwie komplizierter sein. Und irgendwann habe ich verstanden, dass, ich weiß nicht, ist einer von euch Chemiker zufällig? zum Beispiel Chemiker ihre Sachen immer deutlich komplizierter erklären, als sie eigentlich sind. Weil sonst würde ja jedem auffallen, dass Chemie eigentlich ganz leicht ist. Und das ist warum vielleicht. Kann man dann immer alle über den Zitronensäurezyklus und so? Das ist, ja, da das, muss doch was Schweres dran sein. Ja, das ist ja Biochemie. okay. Ja, aber. Also manche Sachen sind halt einfach blöd zum Auswendiglernen, ja. Also das kommt immer drauf an, was will man eigentlich, was will man mit der Sache eigentlich machen, ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, für mich ist es sinnvoller, so das Große und Ganze erstmal zu verstehen. Also nicht Sachen auswendig zu lernen, sondern erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und wenn ich das verstanden habe, war ich dann auch immer eigentlich, also ging es dann relativ einfach, mich dann in die Details auch rein zu nörden. Aber klar, also manche Sachen waren dann halt einfach auswendig lernen. Und das ist so der Zitronensäurezyklus. Das ist wirklich, ich kann den auch nicht mehr, frag mich nicht. Ich habe da meine Biochemie-Klausur drüber geschrieben und hatte mir ein Gedicht zurechtgelegt, wie ich den Zitronensäurezyklus lerne. Und die Glykolyse und weil es war halt klar, du musst einfach lernen, es gibt solche Kreisläufe und wenn du dann aber nicht in der Doktorarbeit damit arbeitest, ja, dann musst du einfach nur verstehen, es gibt diese Kreisläufe in der Biochemie, wenn das sind immer so wie so eine impossible machine, ne? Also wenn du einen Ball runterlaufen lässt und der stößt dann irgendeine Gitarre an und die macht dann Klang und durch diesen Klang vibriert ein Glas und dieses vibrierende Glas fällt um und so weiter. Also diese Dinge und so funktionieren unsere Zellen. Die eine Sache stößt drei andere Sachen an, die behindern dann wieder andere Sachen oder vervielfältigen andere Sachen. Das ist unglaublich komplex und eigentlich muss man nur verstehen, dass es unglaublich komplex ist und sich dann in das reinarbeiten, was für einen jetzt wichtig ist. Weil ansonsten kommt man da auch nicht zurande. Der Ausschnitt, der dich gerade wirklich interessiert dann. Genau. Mhm. Weil das ist immer dieses, naja, wir haben das im Zellmodell angeschaut. Ja, das heißt halt noch nicht, dass das in der, im Organismus genauso läuft. Das liegt eben daran, dass man da eben Sachen isoliert anschaut. Und das bringt uns weiter und das bringt uns weiter, die Sachen im Größeren und Ganzen zu verstehen. Aber wir nehmen etwas Komplexes, suchen uns da eine Sache raus, klären die auf und schauen dann wieder von oben rein und gucken, okay, gut, jetzt wissen wir das. Dann gucken wir mal das Nächste. Und so legt man dann quasi Puzzleteile zusammen. Mhm. Und das ist eigentlich, ja. Ja. Sind Zellen in diesem Sinne irgendwie logisch? Sind das sowas wie logische Bausteine? Oder sind sie doch irgendwie eher erratisch, dass man sagt, naja, eigentlich müsste es so funktionieren, tut es aber gerade ganz anders und wir haben gar keine Ahnung, warum? Also häufig steht man davor und fragt sich, warum ist das jetzt so passiert? Das wird einen logischen Grund haben. Das wird den Grund haben, dass irgendwas passiert ist mit dieser Zelle, was sonst nicht passiert. Aber
manchmal steht man, also ich habe dann immer gesagt, meine Zellen reagieren bei Vollmond anders. Ne? Kein Grund. Ne? Es gibt da absolut keinen Schwurbler, Grund. Für Schwurbler. Genau, genau. Es gibt keinen Grund dafür, dass der Vollmond da irgendwas haben sollte. Aber es ist einfach, es kann einfach mal sein, dass wenn man die zu häufig rausgeholt hat oder sie zu lange kühl standen, ja, also die sind ja immer bei mollig warm 37 Grad gewesen, dann nimmst du sie raus, machst mit denen was und jetzt dauert es heute mal irgendwie länger. Weil zwischendrin hat dein Handy geklingelt oder so. Ne? Und dann standen sie eine halbe Stunde länger draußen. Sowas hätte ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich weiß, irgendein Reagenz hat gefehlt und du musst es noch holen. Ne? Ja. Und das passiert einfach mal. Und da sind manche Zellen unglaublich empfindlich und manchen ist es total egal. Und du weißt eigentlich nicht genau, woran das liegt. Im Zweifel lässt sich das vermutlich alles erklären, aber es ist so unglaublich komplex, dass es sich vielleicht auch gar nicht lohnt, da jetzt reinzuschauen, warum hat die jetzt heute etwas anders reagiert als gestern. Sondern du machst so einen Mittelwert dann, ne? Der berühmte Mittelwert. Ja, aber im Prinzip funktioniert das alles chemisch. Das klingt auch so wie dieser Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo in Asien, der dann irgendwo am anderen Ende der Welt einen Tornado ausgelöst hat. Aber du weißt doch gar nicht, welcher Schmetterling das gewesen ist. Wie um alles in der Welt kann man das denn überhaupt rekonstruieren? Was wir in der Zelle halt häufig machen, ist, wenn wir uns für irgendwas interessieren, dann machen wir es erstmal kaputt. Das habe ich früher mit Radios auch immer gemacht. Gehackt. Ja, genau. Man kann ja mittlerweile sehr einfach Gene ausnocken, also Gene kaputt machen. Und unsere Zellen brauchen Gene, um zu funktionieren. Und am besten eigentlich alle. Aber um zu schauen, was ein Gen macht, machen wir halt bestimmte Gene dann mal kaputt und schauen, wie reagiert jetzt diese Zelle oder wie reagiert diese Maus. Und zum Beispiel manche Gene, wenn man die zerstört, dann sind die Mäuse jetzt nicht lebensfähig, die Zellen aber schon. Und dann können wir halt schauen, was passiert jetzt eigentlich mit in dieser Zelle, wenn wir sie triggern mit gewissen Reizen. Also ich habe zum Beispiel im Bereich der DNA-Schadensforschung halt gearbeitet. Also was passiert, wenn wir die DNA kaputt machen? Es gibt bestimmte Gene, deren Produkte sorgen dafür, dass die DNA nicht kaputt oder wieder repariert wird oder quasi die DNA den DNA-Schaden spürt. Und dann haben wir halt geschaut, wie gut reparieren die Zellen denn ihre Schäden, wenn dieses eine Gen fehlt. Und dann kann man halt sehen, dass das bei manchen Zellen dann überhaupt nicht mehr funktioniert oder bei manchen Genen, wenn die weg sind, nicht mehr funktioniert. Und dann kann man sich dann so ein bisschen was herleiten. Man kann es aber auch umgekehrt machen und man kann die Zellen dazu zwingen, diese Gene besonders in besonders hohem Maße also das Genprodukt in besonders hohem Maße herzustellen. Das sind dann die Proteine. Und dann kann man sich anschauen, an was binden denn jetzt diese Proteine? Also man kann dann einfach schauen, spielen die mit irgendwelchen anderen Proteinen? Welche sind das? Was machen die so? Und dann kann man anfangen, diese Signalkaskaden heißt es dann. Ich glaube, ich erzähle zu viele Fremdwörter jetzt. Aber diese Schaltungen, diese Schaltkreise, die da laufen, so ein bisschen nachzuvollziehen. Das ist eine ziemlich anstrengende Arbeit. Ja? Also es ist wirklich so eine Sisyphos-Arbeit. Aber man lernt unglaublich viel, wie komplex das alles ist. Und man bekommt, glaube ich, halt einfach dieses Gespür dafür, ja, so, das ist wirklich vielleicht so ein bisschen esoterisch angehauchtes Gespür quasi, um dann zu merken, okay, wenn ich sowas mache, dann sollte sowas passieren und dann gucken wir mal, ob das auch stimmt und wichtig, die Wissenschaftler unterscheiden sich dann von den Esoterikern, wenn ihre These nicht stimmt, dass sie dann halt auch ändern. Ne? Dann muss man es halt überprüfen und nachschauen.
Aber ja, das ist so, ja. Ja, das wollte ich gerade noch fragen, ob das Herangehen denn eigentlich ist, zu sagen, wir haben jetzt hier einen Vorgang beobachtet und wir glauben, wenn wir an dieser oder jener Stelle irgendwas anders machen, wenn wir da irgendwo eingreifen, dann hat das einen benennbaren Effekt. Und jetzt machen wir einen Versuch, wir führen das durch und schauen, ob dann dieser erwartete Effekt auch herausgekommen ist. Oder ist das eher so, dass man einfach sagt, so, hier ist so eine Petrischale mit irgendwas drin und wir werfen mal irgendwas drauf und gucken mal, was passiert. Also ist es eher sowas mit planvollem Vorgehen und wo man schon vorher überlegt, eigentlich erwarte ich dieses und jenes? Oder ist es so eher das Arbeiten, wir gucken mal einfach, was passiert. Aber du hast es ja schon erklärt. Also das planvolle Vorgehen ist ja eigentlich das, was ihr tut. Oder was ja, du da beschrieben hast an der Stelle. Manchmal ist es aber doch auch, dass man einfach mal guckt, naja, ich kann ja mal nach dem und dem schauen. Man hat dann auch manchmal einfach so, also das ist das, was ich mit dem Gespür meine, dass man sich so überlegt, könnte das vielleicht mit dem und dem noch zu tun haben? Und dann probiert man es halt mal aus und vielleicht hat man Glück. Ne? Häufig hat man halt die Möglichkeit, beim selben Test halt auch noch mal andere Sachen zu schauen. Und es gibt auch Möglichkeiten, Analysen zu machen, wo man eben sehr genau schaut, was finde ich denn noch so alles? Also da gibt es auch bestimmte Methoden, um einfach mal so wirklich so einen Rundumschlag zu machen. Das ist dann aber meistens leider sehr teuer. Okay. Was unterscheidet denn eigentlich so Krebszellen von anderen Zellen? Ich sag mal, was ich mal gehört habe, war, dass Leute gesagt haben, Krebszellen, das sind Zellen, die sich einfach nicht an die Spielregeln halten. Also eigentlich hat die Zelle, was weiß ich, hat eine Funktion zu erfüllen, die soll auch nur diese Größe haben, soll sich nicht vermehren und so weiter. Und Krebszellen sind einfach Zellen, die sich an diese Spielregeln nicht halten. Die sagen, mir doch egal, ich mach, was ich will. Ist diese vereinfachte Darstellung okay? Kann man dazu sagen? Genau, also das ist eigentlich so das Einfachste, wenn man ein bisschen weiter reingeht, dann sind es Zellen, die unsterblich geworden sind. Ui. Und genau, also wir haben in unseren Zellen überall ein Gen, das nennt sich Telomerase. Und das ist ein sehr wichtiges Gen, weil es in unseren Stammzellen dafür sorgt, dass unsere DNA sich für immer teilen kann. Weil in den Stammzellen ist das sehr wichtig. Die müssen ja unsere Zellen erneuern. Und wenn wir also irgendwo Not am Mann haben, dann kommen die Stammzellen, teilen sich da ein bisschen geben uns frische, junge, in Anführungsstrichen junge Zellen zurück. Die sind so ein bisschen wie Barberpapa, der kann jede Form annehmen. Kennst du noch genau. Barberpapa? Genau. Oder wie die Maus. Die Maus kann das doch auch. Die Maus, die macht aus ihrem Schwanz, macht ihr alles Mögliche, was gerade gebraucht wird. So habe ich sie noch nie beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich für die schon mal so eine gute Umschreibung hatte. Es gibt unterschiedliche Stammzellen halt auch. Also es gibt welche, die sind in der Niere und es gibt welche, die sind im Knochenmark. Die im Knochenmark kennt man eigentlich so am besten. Was jetzt halt Krebszellen machen, ist, dass sie dieses Gen eben auch aktivieren. Und das ist mit ein Grund, warum sie sich ewig teilen können. Und es gibt noch viele andere Gründe. Also es ist nicht einfach so, dass eine Mutation, also eine Veränderung in der Zelle ausreicht, sondern es müssen immer mehrere sein. Es ist so eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Also die DNA erhält Schaden, die Zelle erhält Schaden in ihrem Erbgut, funktioniert deswegen nicht mehr richtig. Und wenn es an der falschen Stelle war, kann sie es vielleicht auch nicht mehr richtig reparieren. Und dann fängt sie plötzlich an, sich für immer zu teilen. Und wenn sie dann auch noch merkt, oh, ich kann meine DNA so modulieren, dass ich mich immer weiter teilen kann, also diese Telomerase reaktiviere, ich habe mein eingebautes Selbstmordgen ausgeschaltet, weil alle Zellen haben eine eingebaute Selbstmordapparatur. Ups. Und die, genau, der rituelle Seppuku, wenn du den Kaiser, also dein Individuum enttäuscht hast, dann weil du mutiert bist und deine DNA kaputt gegangen ist, dann bringen sich die Zellen selber um fürs große Ganze, um ihre Ehre aufrechtzuerhalten.
Und wenn sie das nicht tun, okay, dann werden sie zu, also können sie eben zu Krebszellen werden. Und wenn man dann noch das Pech hat, dass das Immunsystem halt gerade mal nicht aufgepasst hat und diese Krebszelle nicht bemerkt hat, weil unser Immunsystem eben auch auf Krebszellen reagiert und die findet und ausschaltet, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund das nicht bemerkt hat, die Krebszellen tarnen sich auch, also es ist nicht immer so, dass unser Immunsystem zu doof ist, sondern die ziehen sich halt so eine Tarnkappe dann noch auf, dann kann es eben entstehen, dass da eine Krebszelle entstanden ist, die sich immer weiter teilt, die dann einen Tumor bildet und der ist dann in den allermeisten Fällen auch erst dann gefährlich, wenn er anfängt zu streuen. Und also meistens stirbt man nicht an dem Haupttumor, sondern dann an den Metastasen, die sich bilden. Und eigentlich dann daran, dass also die eigentliche Aufgabe der Zelle kann dann nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie damit beschäftigt ist, hier in diesem Krebsmodus, also da ist das Krebsprogramm durchzuführen, ist wichtiger als die ursprüngliche Aufgabe, die die Zelle mal gehabt hat. Ja, und die Zelle sorgt halt dafür, dass der Körper glaubt, dass da ein Notstand ist, aber der falsche Notstand. Also die Krebszellen vermitteln dem Körper, dass sie am Verhungern sind, weil sie halt, sie teilen sich so unglaublich schnell, dass sie eben viel Nahrung brauchen, die aber auch nicht richtig ankommt, weil sie keine Blutgefäße mehr bilden können, also keine guten. Und keine sinnvollen. Also die bauen irgendwie ganz schräge Blutgefäße da rein, kriegen dementsprechend keine Nahrung und erzählen dem Körper, oh, wir brauchen neue Blutgefäße, oh, wir brauchen mehr Essen, oh, wir brauchen mehr Trinken, also wir brauchen alles. Ja, ist alles schlimm. Und der Körper denkt natürlich, ja, okay, das ist wie so ein Kleinkind so ungefähr, was umringt ist von Süßigkeiten und Spielzeug und nur das ist, ich will aber Süßigkeiten und Spielzeug. Und die Eltern stehen da und sind komplett panisch und wissen nicht, was sie tun sollen. Und in diesem Fall ist es dann so, dass der Kleinkind-Tumor dann eben, oder das Tumor-Kleinkind im Körper dann eben im schlimmsten Fall eben dafür sorgt, dass der Körper das nicht überlebt vor Stress. So schlimm sind Kleinkinder dann ja auch nicht. Aber doch eigentlich eine bekloppte Strategie, ne? Also die Krebszelle hat das ewige Leben und dann bringt sie den Wirt um, wo sie drin wohnt. Die ist doch doof. Warum macht sie das? Ja, sie ist halt kaputt, ne? Es ist quasi so eine Art Krankheitserreger im eigenen Körper aus sich selber. Man könnte doch, ich meine, wir wissen, wir können natürlich alle nicht denken, wie Mutter Natur denkt, aber so aus so einem ökonomischen Prinzip heraus würde ich sagen, ja, lass uns doch arrangieren. Du darfst hier so ein bisschen vor dich hinwuchern, aber du machst jetzt nicht so viel kaputt, dass meine Lebenserwartung jetzt nicht wesentlich eingeschränkt ist. Ja, vielleicht sterbe ich nicht mit 92, sondern erst mit 92, sondern schon mit 91. Aber ansonsten machen wir hier schöne, arrangieren wir uns irgendwie. Das wäre doch auch eine Strategie. Hat die Krebszelle aber nicht vor, offenbar. Nee, also was wir ja schon versuchen, ist, das quasi, also das Sterbealter zurückzudrängen durch Chemotherapie, also indem wir auf die Krebszellen draufhauen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr gezielte Therapien. Aber das Problem ist halt, dass so eine Krebszelle halt nicht logisch denkt. Das ist jetzt wie halt so ein Virus oder so ein Krankheitserreger, ja, die töten halt auch ihre Wirte, ne, in denen sie drin leben. Nur halt lang genug, damit sie streuen können. Und genau das macht der Tumor ja auch, aber der hat noch nicht ganz begriffen, dass er aus diesem Körper halt nicht rauskommt. Im Prinzip. Blöd. Sollten mal in die Schule gehen, diese Zellen. Genau, die sollten mal mehr über sich lernen. Also im Prinzip ist es ein Mechanismus, der dadurch entsteht, dass wir besonders im jungen Alter uns gesund sein sollen. Der sorgt dafür, dass wir am Ende unseres Lebens halt krank werden. Das liegt mit daran, dass eben, wenn unsere Zellen halt Schaden erleiden, dass sie dann auch eine Möglichkeit haben, sich aus dem
ja, aus der Sache rauszuziehen, in Rente zu gehen, nichts mehr zu machen und einfach nur noch da zu sein und meckern. Das ist keine Krebszelle, sondern das ist eine gealterte Zelle, eine sogenannte seneszente Zelle. Und die sitzen überall im Körper und je älter wir werden, desto mehr sitzen da. Und machen dann Haare an den Ohren oder was? Ja, so in etwa, ja. Also die sorgen tatsächlich, dass das Gewebe altert. Gehen davon aus, dass seneszente Zellen ein wichtiger Faktor in der Alterung des Körpers sind. Und während diese seneszenten Zellen in der Jugend sehr wichtig sind, um uns vor Krebs zu schützen, sammeln sie sich halt mit dem Alter halt immer mehr an, gehen nur sehr, sehr langsam weg, nicht schnell genug, als dass der Körper sie immer entfernen könnte. Und das führt dann wiederum dazu, dass man im Alter vermutlich wegen dieser Zellen auch mehr Krebs bekommt. Und eine sehr interessante Forschungsrichtung gerade ist zu schauen, wie kriegen wir diese Zellen weg? Und da gibt es schon die ersten Versuche. Das einzige Problem ist, dass wir Alterung nicht, also die Alterung des Körpers nicht als Krankheit anerkennen, sondern als natürlichen Prozess. Und du kannst nur Studien machen, die eine Krankheit adressieren und nicht einen natürlichen Prozess. Bei Geldgebern oder wo? Wem gegenüber müsstest du das adressieren? Auch bei Ethikern. Also du musst ja deine Studie immer vor Ethikern halt etablieren. Und wenn die sagen, naja, aber es ist halt normal, dass die älter werden. Wir brauchen schon irgendwie was, worunter die Leute mehr leiden, als nur graue Haare zu bekommen und Falten. Also Alterung ist ja mehr. Es ist halt nur ein sehr, sehr schwer, also es ist sehr schwierig da, das nennt sich dann immer Endpunkte, also einen Punkt zu finden, an dem man dann die Auswertung macht und sagt, ja, das war jetzt besser und das war jetzt schlechter. Also in der Krebsforschung, in der normalen Krebsforschung ist es meistens, sind jetzt mehr Patienten gestorben oder weniger. Das ist so ein ganz normaler Endpunkt, ne? Oder beziehungsweise wie lange haben die Patienten überlebt? Oder haben überlebt, ohne dass die Krankheit fortgeschritten ist. Das ist auch ein sehr beliebter Endpunkt. Aber bei Alterung, was nimmt man denn da? Weniger graue Haare, das ist sehr individuell. Weniger Alterserkrankungen, das ist auch sehr individuell. Das macht es unglaublich schwierig, da normale Endpunkte zu finden, die man auch benutzen kann und die halt nicht erst in 50 Jahren verwertbar sind. Das ist ja auch so ein Problem, ne? Also Alterung ist ja jetzt ein Prozess, der geht nicht irgendwie von heute auf morgen. Man hat da Möglichkeiten gefunden und ich bin mal gespannt, was da so rauskommt. Wow. Und das machst du heute, wenn du jetzt das tust, was du zum Broterwerb machst, dann machst du genau solche Forschungen. Oder machst du heute jetzt leider aktuell nicht mehr. Leider, guck mal. Ja. Hast du gerne gemacht. Also ich glaube, ich hätte es lieber gemacht, wenn bei meinem Forschungspfad da mehr rausgekommen ist. Also ich hatte irgendwie einfach das Pech mit dem Forschungsprojekt, dass er ich konnte bestätigen, dass das Protein, was ich mir da angeschaut habe, also das bestimmte Gen, was ich kaputt gemacht habe, dass dann zwar alles noch irgendwie funktioniert, aber nicht mehr so ganz. Das war so das, was Aha. ich rausgefunden habe in der Quintessenz. Das hat natürlich nicht gereicht, um jetzt eine Forscherkarriere zu starten. Und in derselben Zeit habe ich ja angefangen zu bloggen und habe dann beschlossen, ja, dann vielleicht mache ich einfach was mit Kommunikation. Und heute bin ich... Und Computern. Ja. Und Computern, ja. leider nicht so viel mit Computern, wie ich gerne hätte, weil also ich mache halt Kommunikation für Ärzte und Ärztinnen und die befinden sich, was Technik angeht, halt noch in den 80ern. Also die sind so der Internet-Explorer unter den Digital Natives, so ungefähr. Was heißt, ja. Ich mache Kommunikation für Ärzte? Wenn zwei Ärzte oder Ärztinnen nicht miteinander reden können, dann stellst du dich dazwischen und dolmetscht oder was? Nee,
Also es ist so, dass wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, dass man den Ärzten ja irgendwie darüber Bescheid geben muss. Und über Medikamente darf man mit der Öffentlichkeit nicht reden. Also zumindest über verschreibungspflichtige Medikamente, nicht das, was in der bunten oder so beworben wird oder in der Apothekenumschau, sondern halt alles, was verschreibungspflichtig ist. Und das bedeutet, wir können ganz spezifisch für Ärzte Kommunikation betreiben. Es ist dann die Möglichkeit, zum Beispiel eine Pressekonferenz zu machen oder Presseinformationen rumzuschicken. Ja, momentan manage ich auch quasi eine Webseite, also so einen Informationskanal, wo wir halt über eine Krankheit aufklären. Und die Aktualität der Berichterstattung in der Medizin hängt in einem großen Teil tatsächlich an den Pharmaunternehmen, weil die die meiste Kommunikation finanzieren. Und ja, ich arbeite also quasi für die böse Pharmaindustrie, die gar nicht unbedingt so böse ist. Momentan halt im Bereich seltene Erkrankungen, aber halt auch immer mal wieder was anderes. Also es ändert sich immer mal. Und wenn da neue Medikamente auf den Markt kommen, sorge ich halt dafür, dass Ärzte davon erfahren. Okay, aber Pharmareferentin wäre dann noch wieder was anderes, ja? Das wäre wieder was anderes, genau. Die fahren ja direkt zum Arzt hin und erklären denen in der Praxis quasi, wie toll ihr Medikament ist. Ich arbeite halt mit Arztmedien zusammen. Also es gibt in Deutschland eine große Medizinpresse, wo die Mediziner so reingepresst werden. Wir lassen den Tisch schweben. Das Medium ist anwesend. Genau. In der Medienpresse. Mal schauen, was da so raustropft. Es funktioniert eigentlich wie eine ganz normale Presse, ne? Also du gibst eine Presseinformation raus und die Journalisten schauen die sich die an und überlegen dann, ja, ist das interessant oder nicht, ne? Und dann berichtet man darüber oder nicht. Und okay. Es ist tatsächlich sehr wichtig, ja, als Arbeit, weil eben, wie gesagt, also du kriegst, also du kannst dir an der Hand abzählen, wie viele ja, sinnvolle medizinische Informationsmöglichkeiten du so im Internet jetzt zum Beispiel hast. Ne? Also da gibt es halt irgendwie, das ist ja nicht viel. Ne? Wenn du googelst, die Hälfte davon ist Mist. Ja? Also es sind dann irgendwie, wie heißt das, ein Netzwerk der Gesundheit, nee, Zentrum der Gesundheit oder so, die irgendwelchen Schwurbelkram immer verticken und am Ende kommt immer raus, dass man Wurmbefall hat, egal was man eingegeben hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Arzt und willst halt irgendwas über eine Krankheit erfahren und dich auf dem Laufenden halten. Das ist ja das Problem, ne? Wie willst du dich denn auf dem Laufenden halten? Weil im Grundstudium oder im Studium hast du ja gelernt, ja, okay, ne? Aber wie hält man sich jetzt zum Beispiel über Covid-19 auf dem Laufenden? Und, ja. Und da ist es halt sehr wichtig, da eben auch konkret für Ärzte halt auch Angebote zu schaffen, sich über bestimmte Erkrankungen zu informieren. Und da hat eigentlich niemand Interesse dran, außer Ärzte und Pharmaunternehmen. Geht das nicht so über so Berufsverbände auch? Also das, was weiß ich, Ärzteverbände dann ihre eigenen Datenbanken haben oder so? Ich habe keine Ahnung, ich fantasiere mir da gerade was zurecht. Oder kommen die tatsächlich... Das muss ja auch jemand finanzieren, ne? Ja, ja. Also es gibt natürlich so wissenschaftliche Publikationen, ja, das wird ja auch gemacht. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich zu weit weg von der unmittelbaren Anwendung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie so ein Arzt irgendwo auf dem Land und ich soll jetzt einfach mal, nehmen wir sowas wie Allergie, so Heuschnupfen, ne? Wald- und Wiesenheuschnupfen. Da ist jetzt die Standardtherapie irgendwie Cetirizin und da gibt es ja Loratadin und was weiß ich, also diese ihn gibt es dann und es kommt aber was Neues dazu. Wie erfahre ich denn was Neues? Vielleicht ein anderer Wirkstoff, anderer
andere Angriffs, wie sagt Herr Drosten immer so schön, Vektor, wo vielleicht mal anders angesetzt wird oder so. Ja, hier im Deutschen Ärzteblatt wird das wahrscheinlich auch nicht stehen. Doch, doch, und wenn, genau, dann da steht keiner. Sowas. Doch? Genau, da steht sowas. Aber das liest doch keiner. Doch, doch, also das lesen viele Mediziner und Medizinerinnen lesen das. Das Problem ist halt, also das Ärzteblatt veröffentlicht ja auch tatsächlich Publikationen, richtige, aber auch einfach mal redaktionelle Artikel, also Artikel, wo sich halt Leute informiert haben und dann Journalistinnen informiert haben, das zusammenstellen und einen Artikel geschrieben haben. Sind da nicht auch Partneranzeigen drin? Genau, ich glaube schon. Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Ich meine doch auch, ne? Aber also das Schöne und Gemeine an meiner Arbeit ist ja, dass ich Zugriff auf all diese Ärztemedien habe. Ne? Die sind häufig viel spannender. Die haben sehr viel lustigere Werbung. die haben häufig Werbung. Ne? Halt jetzt vor allem, das ist ja noch viel Print. Ja? Unsere Spritzen sind viel größer als die vom Konkurrenten. Ach, das Schönste war wirklich mal für ein Insulin, war dann so ein kleiner Otter, der dann einfach nur niedlich schaute und dann so, schön, dass wir jetzt Ihre Aufmerksamkeit haben. Hier ist unser viel toller wirkendes Insulin. Und ich denke so, oh, ja, schön. Super, Tierbilder. Und also irgendwann gab es mal eine Reihe irgendwie mit Tierbildern, dann gab es mal irgendwie, ich glaube, das war Psoriasis oder so, also so Schuppenflechte, da war dann irgendwie so ein Kaktus abgebildet gegen Schmerzen. Die lassen sich da schon immer so ein bisschen was einfallen. Ich mache jetzt aber tatsächlich überhaupt keine Werbung. Also das ist nämlich, das wäre ja Marketing, das ist was anderes. Aber wir achten halt drauf, dass wir halt Presseinformationen rausschicken, mit Informationen Angebote liefern für Journalistinnen und Journalisten, um sich weiter zu informieren. Angebote für Ärzte schaffen, damit die sich informieren können. Wir machen auch ein bisschen Patientenkommunikation und da ist es halt so, dass man deutlich zurückhaltender sein muss. Also bei den Ärzten darf ich, und das ist auch wieder das Schöne, weil mit vielen anderen Sachen käme ich nicht klar, ich darf nur das sagen, was auch stimmt. Ne? Das ist jetzt, also du kannst dich natürlich irgendwie hinstellen und sagen, mein Waschpulver wäscht viel besser als das vom Konkurrenten. Ne? Reiner als rein, genau. Ja, genau, genau. Nicht nur sauber, sondern Wein. Rein, und, genau. Ja, ja. Genau, und das kann dir ja niemand beweisen, ja, so häufig. Dementsprechend können die erzählen, was sie wollen. Und in der Fachpresse, wie es halt heißt, ist es so, wenn ich schreibe, mein Medikament wirkt besser als das Vorgängermedikament, dann brauche ich eine Publikation, ein Paper, wo das steht. Ja. Ich darf das nicht einfach so behaupten. Und ich darf auch nicht sagen, ja, es scheint besser zu wirken. Ich darf auch nicht verheimlichen, dass da irgendwelche Nebenwirkungen sind. Also ich muss nicht jeden Pups nennen, ja, also, aber die wichtigsten Nebenwirkungen muss ich nennen. Also wenn die Leute davon irgendwie Durchfall und Nasenbluten bekommen, dann muss ich das da reinschreiben. Wenn da jetzt eine sehr seltene Nebenwirkung, muss man nicht unbedingt mit reinschreiben, aber man muss zumindest darauf verweisen, bevor Sie es verschreiben, lesen Sie bitte die komplette Fachinformation. Da steht dann halt alles nochmal drin. Na, aber das Wichtigste muss ich auf jeden Fall reinschreiben. Es muss ausgewogen sein und man darf sein Produkt eigentlich nie in den Himmel loben. Und da sind extrem viele Fallstricke. Also es gab tatsächlich mal das Problem, dass wir bei einer Veranstaltung irgendwie draufgeschrieben hatten, irgendwie mit anschließendem Grillen. Und das wurde dann angezeigt, weil das ein, von wegen Luxus oder so. Das hat den Anflug von Luxus.
Oder wir durften in einem Raum keine Pressekonferenz abhalten, weil dieser Raum Penthouse hieß. Ja. Also nur der Name des Raumes war falsch. Seminarraum hätte wahrscheinlich keiner beanstandet, aber Penthouse ist dann zu luxuriös, ja. Ja. Und genau, also da sind extrem viele Auflagen, die man sich so gar nicht denkt. Und das ist sehr interessant, da auch, also drumherum kommt man nicht, aber da halt Wege zu finden, die halt nicht, da halt nicht gegen zu verstoßen und trotzdem die Message rüberzukriegen, das ist natürlich auch immer meine Aufgabe. Aber ich bin so ein bisschen, es ist nicht so, dass ich das nicht irgendwie auch weiß oder so, aber wenn ich mich so in die Situation des doch naiven Patienten, der ich ja auch bin, reinversetze, und mir vorstelle, der Arzt, die Ärztin, die mich gerade behandelt, gibt mir ein Medikament, von dem oder aus der Fülle aller möglichen Medikamente für das Problem, was weiß ich, Blutdruck senken oder irgend sowas, gibt sie mir jetzt das, wo die Werbung für dieses Medikament am effektivsten gewesen ist. Da würde ich ja so ein bisschen denken, eigentlich sollte es ja das von der Sache her überzeugendste und bestwirksamste, durch Evidenzen belegte Medikament sein und nicht das, wo jetzt gerade die Anna den besten Artikel zugeschrieben hat oder so. Na, den Artikel schreibe ich jetzt nicht. Das machen die Journalisten. Aber du gibst die Informationen daher, ja. Genau. Also was ich zum Beispiel mache, ist halt die Studie zusammenfassen oder so. Und das bedeutet natürlich eine zusammengefasste Studie, da steht ja auch alles drin, ne, alles Wichtige. Ja, aber das kannst du ja auch besser und schlechter machen. Wahrscheinlich die Leute, die sowas machen wie du, da gibt es ja sicherlich auch, sagen wir mal, die es besser können und irgendwie überzeugender auftreten und andere, die vielleicht weniger verkaufen oder weniger erfolgreich werben. Ja, also ich glaube nicht, dass ich den Leuten da irgendwas unterjubel. Also wir haben ja immer noch den Journalisten dazwischen, der das natürlich nochmal erklärt. Und du musst dir immer überlegen, wenn einer bei der Pharma aus der Reihe tanzt, dann hackt da der Rest der Pharmaindustrie drauf. Ne? Also die regulieren sich da tatsächlich gegenseitig. Und man ist da sehr, sehr vorsichtig in dem, was man sagt und was man nicht sagt. Weil eben genau auch dieser Eindruck nicht entstehen soll, dass die Leute nur das verschreiben, was irgendwie gut beworben wird oder was. Ne? Weil da der süße Otter war. Ne? Genau. Und, aber das Bild war so süß. Ja, genau. Herr Doktor, genau. Die Schmerzen habe ich immer noch. Ja, aber das Bild war so süß. Ich glaube natürlich, wir sind alle nicht davor gefeit, auch mal irgendwie auf Dinge aufmerksam zu werden, weil da ein süßes Otterbild war. Ne? Aber wir sind, Ärzte verschreiben die Sachen ja nicht aus Jux und Dollerei und überlegen sich das halt auch schon. Ne? Und in diesem Fall war das jetzt einfach ein Analogon, also das war ein quasi ein Nachfolgeprodukt von einem, was es schon gab, glaube ich. Dementsprechend, dieser süße Otter hat einfach nur für ein Produkt Werbung gemacht, was es schon gab, ne, vorher. Und was ja auch, also Insulin wird ja seit Jahren eingesetzt. Ne? Aber wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass die Ärzte sich darüber informieren. Und was wir natürlich machen, ist die Informationen nochmal verpacken, sodass sie in besseren Häppchen konsumiert werden können, weil kein Arzt wird sich diese Studie durchlesen. Aber wir verpacken die schon mal runter, übersetzen das auf Deutsch, fassen das zusammen. Und dann kommen die Journalisten, lassen sich da informieren, stellen auch Fragen, hinterfragen Sachen auch, schreiben dann Artikel darüber und haben da schon mal, machen da den Arzt oder die Ärztin eben erstmal darauf aufmerksam, dass das existiert. Ne? Und ich glaube,
Also ich glaube fest daran, dass Ärzte sich da nicht ganz so leicht beeinflussen lassen, weil sie ja auch eine Fürsorgepflicht haben. Ja, sie können ja nicht einfach irgendwie, ja, das sah so nett aus oder das hat so eine schöne Verpackung. Das, das ist schwierig, ach, ja. Genau. Ich liebe es, wenn es so grün auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, also das und das ist ja auch wieder was auch gut geregelt ist. Die Ärzte haben ja auch nicht die Möglichkeit, selber dran zu verdienen, sondern die schreiben halt ein Rezept aus, was sich der Patient dann in der Apotheke abholt. Ne? Das heißt, die verdienen jetzt nicht konkret daran, dass sie was besonders Teures verschreiben oder was mit einer besonderen Farbe oder so. Oh, wenn sie wieder zum Grillen eingeladen werden, vielleicht doch. So indirekt. Ja, das kann sein, ja. Ja, also das war einfach, also dieses mit dem Grillen, das haben wir einfach übersehen. Ne? Da haben wir einfach nicht dran gedacht, dass das jetzt irgendwie problematisch sein könnte, weil es halt irgendwie, es sollte halt nur zum Verweilen einladen. Dass man sich ja, ein bisschen unterhalten kann. Gab es da nicht letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch mal irgendwie so eine gesetzliche Änderung, dass da irgendwie so Vergünstigungen, die dann so irgendwie so ungünstig miteinander verknüpft waren, dass das eine gewisse gesetzliche Regelung dagegen gesprochen hat? Ich weiß nicht mehr. Fällt mir jetzt aber kein konkreter Fall ein, vielleicht weiß ja der Chat was, aber fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, was ich aber sagen kann, ist, dass es über die letzten Jahre immer strenger geworden ist. Also früher konnte man Ärzten halt noch irgendwelche Kugelschreiber mit ausstatten und Gimmicks mitgeben, irgendwelche, ne, so ein Spritzenkuli oder Bällchen oder der Klassiker. Schoki und was weiß ich, ne? Das geht heute alles nicht mehr. Also wir haben sogar Unternehmen, die nicht möchten, dass die Journalisten auf der Veranstaltung Blöcke mit dem Branding bekommen des Unternehmens. Stifte, ne? Weil sie sagen, dass das nicht compliant ist, dann das Wort, ne? Also das Wort, weil sie sagen, dass es nicht, genau, dass es nicht okay ist und sie sich dann zu sehr einmischen quasi. Also da ist schon eine sehr große Zurückhaltung, zumindest in dem Metier, wo ich bin. Und dafür kann ich halt nur sprechen. Ne? Also die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die achten da sehr, sehr stark drauf. Also ich kann kaum was schreiben, ohne drunter zu schreiben. Aber bevor Sie es irgendwie benutzen oder verschreiben, schauen Sie bitte in die Fachinformation und lesen Sie sich durch, was alles passieren kann. Ne? So, also kaum Satz, ohne dass man da ganz klar drauf hinweist, dass ein Medikament auch Nebenwirkungen hat. Ne, Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ach, der Arzt bin ich ja selber. Mist. Das ist Mist. Wenn die Verbindungsprobleme weiter auftreten, fragen Sie bitte Ihren Systemadministrator. Das ist mein Sebastian. Okay, aber dann hast du vorhin wirklich das Wort Werbung verwendet? Ich glaube, was du machst, ist doch eher Produktinformation. Genau, ich mach Information, ich mach Kommunikation, ich mach keine Werbung. Ja. Ja. Eben. Genau. Eben. Werbung klingt immer so ein bisschen so, auch so ein bisschen, naja, ne, da ist das Wasser blauer und der Himmel, das Wasser klarer und der Himmel blauer und das Hotelzimmer auf dem Foto ist immer größer als in Wirklichkeit und so, das wäre eher Werbung. Und ich würde jetzt bei den Pharma und bei den Medizinleuten schon erwarten und ich habe da auch noch Vertrauen drauf, dass da keine zu großen Wolkenschlösser gebaut werden, sondern doch relativ basal und auf der Erde kommuniziert wird, weil du ja auch sagst, du musst halt Studien da zum Belegen bringen. Das ist nicht ausgedacht und nicht aus der Luft gegriffen, sondern es sind eben ja Fakten, wenn man so will. Genau, also natürlich können da halt, wie dieses Otter, ne, das hat jetzt mit dem Produkt nichts zu tun gehabt, aber das, was da steht, ne,
keine Ahnung, bei Krebsmedikamenten verlängert die Lebenszeit oder und so weiter und so fort oder nachgewiesenermaßen dieses und jenes. Das muss halt tatsächlich in den Studien abgeklärt gewesen sein. Das gilt sowohl für die Werbung für die Ärzte als auch für die Kommunikation. Und noch mehr halt wenn wir jetzt Patientenkommunikation machen, dann müssen wir natürlich noch mehr darauf achten, dass alles, was wir irgendwie sagen, auch stimmt. Also wenn du wirklich dich über irgendwas informieren willst, ich empfehle dann tatsächlich und vollkommen egal welche, also ich kann ja für kein Unternehmen hier irgendwie Werbung machen, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was mache ich irgendwie gegen Schnupfen oder so, ja, dann geht auf eine Pharma-Webseite, weil alles, was da steht, ja, muss irgendwo hinterlegt worden sein. Das haben Mediziner freigegeben. Ja, da sind Mediziner im Team und die haben sich natürlich tausendfach abgesichert, dass sie nicht verklagt werden. Also muss es irgendwie stimmen. Ja. Da gehen die meisten Leute nicht hin, weil sie natürlich glauben, ja gut, die wollen mir nur irgendwas verkaufen. Man muss ja die Sachen dann nicht kaufen, die da angeboten werden, sondern man kann sich ja auch einfach nur informieren. Und weil häufig ist ja durchaus das Problem, dass wenn du halt googelst, ich habe keine Ahnung, mein linker Zeh ist taub und meine Nase läuft, ja okay, Krebolates, ne? Also Krebs, Ebola, AIDS gleichzeitig. Und das ist so die Sache, wo ich manchmal sage, ja gut, da guck halt mal, welches Unternehmen da irgendwie für arbeitet und dann schau mal, also ich mache das tatsächlich ab und an so und dann schaue ich einfach mal, was die dazu so sagen, weil die müssen es ja bewiesen haben, ne? Ist aber meine persönliche Herangehensweise, wenn ihr eine andere, gute Informationsquelle für Medizinsachen braucht, sagt ruhig Bescheid, ich kenne auch noch ein paar, ne? Also kann er ja noch bei anderen Leuten oder bei anderen Webseiten was finden. Die Bundesregierung baut jetzt auch eine Informationsseite auf. Um quasi unabhängig nochmal eine unabhängige Stelle zu schaffen. Genau. Mhm. Aber da müssen ja auch die Sachen reinfließen, letztendlich. Mhm. Da müssten ja nochmal ein Review-Prozess irgendwie da drüber liegen, so, der das vielleicht nochmal gegencheckt oder. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es funktioniert, also wie das laufen soll da. Ansonsten, es gibt ja dieses Onmeda oder tatsächlich halt irgendwie so Apothekenumschau oder so. Das sind schon Medien, die kann man sich anschauen, die haben auch gute Artikel häufig. Die Apothekerzeitungen sind häufig frei zugänglich. Ja, ja. Also gerade die Apothekerumschau, die hat auch wirklich so einen Ruf, also dass man sagt, ja, also, kann man nicht ernst nehmen, was da drin steht. Aber du sagst, kann man doch durchaus ernst nehmen. Also ich kenne sie ehrlich gesagt aus eigenem Anschauen nicht. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich hat die halt auch viel Homöopathie drin, weil die Apotheker damit halt viel Geld machen, ne? Also das muss man natürlich dann beiseite legen, sich nicht drüber aufregen und dann weiterlesen. Ne? Ein paar Globuli einwerfen gegen Aufregung und dann geht es wieder. Genau. Aber ich nehme mal die mit Schokolade dazwischen und Keks außenrum, die Globuli. Oh ja, die mag ich auch am liebsten. Also das ist jetzt sozusagen dein Brotberuf, aber du machst doch noch viel mehr. Du bist doch noch Bloggerin und du bist Science-Slammerin und du bist auch noch Podcasterin. Das machst du alles als Freizeit oder nebenberuflich oder wie bringst du diesen bunten Strauß in dein Leben rein? Ja, also ich meine, beim Podcast nehmen wir ja so alle 2 Monate so circa auf. Ne? Zellkultur, zellmedien.de ist dein Blog und der Podcast ist die Zellkultur. Der ist unter zellmedien.de/podcast zu finden. Deswegen war ich gerade verwirrt. So, okay. Ja, genau. Die Zellkultur ist der Podcast, wo ich mit der Claudia zusammen über biologische Themen rede, halt manchmal aktuelle Sachen, manchmal auch einfach so generell aus dem quasi Bio-LK-Wissen noch mal ein bisschen neu verarbeite und mit möglichst vielen schlechten Wortspielen.
Und ja, die Kalaudia, Kalaudia. Das fand ich sehr schön. Das habt ihr beim 36C3 auf der Bühne, habt ihr das gesagt. Das fand ich sehr schön. Ja. Genau. Und dann das Blog ist ja tatsächlich sogar älter. Das mache ich ja schon, ich glaube, schon fast seit 10 Jahren oder so. Also ich relativ lang und ist dann sehr flott quasi von Psylox aufgegriffen worden. Und die Artikel erscheinen jetzt da, erscheinen aber immer parallel auch auf der Webseite und da muss man halt einmal rüberklicken, je nachdem, welchen RSS-Feed man halt abonnieren möchte. Und da schaffe ich es aber momentan auch nur so alle 2 Monate halt einen Artikel zu schreiben. Also es klingt jetzt immer so, ja, du machst ja noch das und das und das. Ja, aber halt so nach Pareto-Prinzip. Ne? Also vor allen Dingen die Quantität ist halt nicht so hoch. Ich versuche dafür die Qualität halt hochzuhalten. Beim Podcast sind wir noch technisch immer am Lösungen suchen. Aber ihr habt doch schon 22 Ausgaben. Also da habt ihr doch schon ordentlich geübt. Genau, also wir hatten halt letztes Jahr, ne, letztes Mal beim letzten Podcast für Corona hatten wir dann das Problem, dass Claudia die neue Studio-Link-Instanz installiert hat und ich aber noch die alte Ultraschall-Instanz hatte und sich die beiden nicht vertragen haben. Und als ich dann gedacht habe, naja, dann probiere ich jetzt mal die Standalone-Version, habe ich vergessen, dass mein Pi-Hole, also so ein DNS-Blocker, noch an war. Und der hat sich dann dazwischen geschaltet und da dachte ich, dann kann es ja nicht an mir liegen. Ne? Da liegt das jetzt an der Claudia. So. Und dann hat uns da total auf die falsche Fährte geworfen. Das hat da, glaube ich, irgendwie 2 Stunden gedauert, bis wir gerafft haben, woran es liegt und wie es funktioniert hat. Also wir haben jedes Mal irgendein neues Problem. Bis wir die alle ausgemerzt haben, vergehen wahrscheinlich nochmal 20 Folgen. Also bleibt am Ball. genau, und dann die Science Slams, das mache ich so seit 5 Jahren, da bin ich halt immer sehr irregulär auf der Bühne. Jetzt sind natürlich gleich 3 Vortragsmöglichkeiten von mir abgesagt worden für April. Ja, ja. Ne? Ist ja auch richtig so. Ist natürlich schade ums Income, ne? Weil ich versuche möglichst, also nicht alle Science Slams werden bezahlt. Ich versuche aber möglichst welche zu bekommen, wo man zumindest eine Aufwandsentschädigung bekommt. So ein kleines Obolus. Dementsprechend ist das halt auch eine Art Nebenberuf. Ich muss das ja auch alles versteuern noch. Aber es ist jetzt kein zweites Standbein, sondern es ist so ein, was nebenher läuft und was sich so ein bisschen refinanziert. Also die Science Slams finanzieren tatsächlich so ein bisschen das technische Equipment, was hier beim Podcast so benötigt wird. So gefühlt. Cross-Finanzierung oder wie heißt das noch? Genau, ja. Genau. Ja. Ja, und manchmal schreibe ich auch noch mal irgendwie, also außerhalb des Blogs auch Artikel. Also da werde ich mal angefragt oder kommt immer drauf an, ob ich das jetzt für lau mache oder ob ich Geld dafür nehme. Also bei einer Zeitung nehme ich natürlich Geld, ne? Und also wenn die Leute damit Geld machen, jetzt habe ich letztes Jahr für eine Uni-Zeitung geschrieben, die kostenlos auf den Markt bringen quasi, die halt nur durch die geringfügige Werbung da drin halt quasi die Druckkosten sich reinholen und dann schreibe ich die auch kostenlos. Aber genau, also so viel kommt jetzt nicht bei rum, aber man kann sich ab und an mal ein Eis von kaufen oder halt den Schwenkarm für mein Mikrofon und so und neuen Laptop, damit man unterwegs auch podcasten bzw. schneiden kann vor allen Dingen. Okay. An welches Publikum richtet sich denn eigentlich euer Podcast? Wen habt ihr denn da so vor Augen, wenn ihr da ins Mikrofon redet? Also ich denke immer so ein bisschen an so die Menschen, die zum einen gerade Biologie in der Schule haben und da halt nochmal so einen zweiten Input wollen außerhalb von den Lehrern
Und dann eben natürlich an Leute, die es einfach interessiert, die sich so für die biologischen Zusammenhänge ein bisschen interessieren, die sich da auch so rein nerden wollen. Das ist ja auch sowas. Also du kannst dich ja über Podcasts momentan in alles rein nerden, was du willst. In Fotografie, in Podcasting selber, in Programmieren, in Apple-Geräte. Ne? Kannst du dich ja in alles rein nerden. Astronomie. Aber bei Biologie, genau, Astronomie kannst du noch machen. Aber für Biologie gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, jetzt noch nicht so viel. Und meine Idee war ja tatsächlich so, Grundlagenwissen halt zu vermitteln. Also wirklich halt auch da hingehen, wo andere Leute meistens so drüber hinweggehen und versuchen, die Sachen vereinfacht wiederzugeben. Also zu sagen, ja, keine Ahnung, das, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. So, und das war's dann. Ja, so, und, anstatt dann mal zu sagen, ja, aber was passiert da eigentlich? Was machen die? Und, sind die klimaneutral? Genau, sind die eigentlich, oh, das war ja eine gute Frage. Sind Mitochondrien klimaneutral? Ja, und da halt so ein bisschen reinzugehen, auch weil ich halt häufig denke, dass dieses Vereinfachen und drüber hinweggehen, das kann halt zu Folgefragen führen, die Leute auf einen komplett anderen, anderen Pfad leiten. Also häufig wird ja DNA mit Computercode verglichen, ja. Aber Computercode reagiert ja anders. Ja? Also der ist vollkommen logisch. Aber und wir kennen vor allen Dingen auch die Probleme, wenn da beim Computercode ein Fehler drin ist, dass wir einfach nicht finden, wo der ist. Ne? Und das ist bei DNA funktioniert es einfach anders und das lässt sich dann nicht mehr so einfach vergleichen. Ne? Man kann es vergleichen, man kann ja alles vergleichen, aber es ist eben ein bisschen ja, es hat andere Tiefen, es hat andere, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was so die Hauptunterschiede sind, außer der allgemeine, ja, dass das eine eben halt im Endeffekt Einsen und Nullen sind und das andere eben unterschiedliche Basenpaare. Aber die meisten können ja noch nicht mal den genetischen Code so für sich haptisch in ihrem Kopf quasi verstehen, was das überhaupt bedeutet, ja, was dieser Code eigentlich ist, dass das im Grunde chemische Reaktionen sind, also beziehungsweise chemische Gebilde, die mit Reaktionen abgelesen werden. Und das passiert ja bei einem genetischen Code, bei einem Programmcode nicht, ja, also das ist ja in dem Sinne keine ja, im Grunde ist alles Chemie, ne? Aber es ist in dem Sinne keine Chemie, dass da Basen sind, sondern du hast halt Zustände, du hast deine Einsen und Nullen und die hast du halt im genetischen Code nicht. Und dann kriege ich nämlich häufig von Leuten gesagt, ja, aber wenn ich halt programmiere und das mache, dann passiert ja dieses und jenes. Warum ist das in der DNA dann nicht so? Ja, gut, dann müssen wir jetzt nochmal von ganz vorne anfangen. Und wenn man zu sehr vereinfacht, entstehen Missverständnisse und aus diesen Missverständnissen entstehen dann vielleicht auch irgendwann mal Ängste, ne? Und Vorbehalte gegenüber manchen Sachen. Oder wie wir es ja vorhin im Vorgeplänkel noch hatten, so die, was haben sich die Leute eigentlich gedacht, was in Sterilium, also in Handdesinfektionsmitteln drin ist. Ne? So, natürlich ist da irgendwas Chemisches drin, was die Zellen kaputt macht. Und was könnte das sein? Ja, Alkohol. Ne? So, aber schaut ihr da nie drauf? Habt ihr euch nie dafür interessiert, was das eigentlich ist? Wie das eigentlich funktioniert? Ne? Und das denke ich, wenn man da ein bisschen aufgreift und versucht, das so ein bisschen abzuholen, dass man dann vielleicht die Leute ein bisschen mehr dafür sensibilisieren kann, wie das alles funktioniert und dass da tatsächlich auch ein bisschen mehr hintersteckt und dass es alles rein theoretisch verständlich ist. Man muss sich halt nur reinarbeiten. Und das gibt einem ja schon so ein Sicherheitsgefühl, finde ich. So, ja, ich könnte diesen Kuchen backen, ich weiß, wie es funktioniert,
Aber ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Ja, genau. Die 25 Einzelschritte, die notwendig sind, das ist mir gerade zu viel Aufwand. Das will ich nicht. Genau. Aber wenn ich wollte, wenn ich wirklich, wirklich wollte, dann ist es kein Geheimnis. Ich könnte es irgendwie auch machen. Ja. Genau. Wo du gerade sagst, dass man kann Dinge auch vereinfachen und dann werden sie falsch. Da habe ich heute den Podcast vom NDR gehört, den Coronavirus-Update mit dem Christian Drosten. Der sagt ja nämlich auch mehrmals dazu, jetzt vereinfachen wir aber ganz, also für alle Experten, das ist jetzt hier, es ist schon fast falsch vereinfacht, aber ich muss es so sagen, sonst ist es nicht allgemeinverständlich. Also er hat mehrmals hintereinander gesagt, bitte alle Experten, ne, habt sozusagen ein großes Herz und ich sage es jetzt etwas anders, als es eigentlich in der Tiefe ist, um es erklären zu können, um es überhaupt, ja, wie sagt man so schön, didaktisch reduzieren zu können, damit es überhaupt verständlich wird, ohne dass man jetzt quasi die Grundvorlesung Virologie irgendwie gehört haben muss. Das ist wahrscheinlich, was du meinst. Verfolgst du diesen Podcast auch? Kannst du dir vorstellen, was er da gesagt haben könnte? Tatsächlich höre ich den Podcast nicht. Ich hoffe, ich werde jetzt dafür nicht gelüncht. Aber nö, warum? Ich habe so viele. Es gibt ja jetzt schon die Drosten-Ultras, ne? Ja, ach Gott. Dieses Leben des Brian-Bild, was ihm ja, also ich glaube auch nicht, dass ihm das recht ist, dass ihn die Leute da jetzt huldigen, ne? Also dann gesagt, ich bin nicht der Messias, nur der wahre Messias verleugnet seine Göttlichkeit. Aber, ja, die Geister, die er da gerufen hat, die wird er lange nicht los, das glaube ich auch. Ja. Also ich finde es super, dass jetzt halt tatsächlich sich die Leute für das Thema interessieren. Es ist schade, dass es halt so eine Pandemie sein muss, ne? Dass es eine Pandemie gebraucht hat, dass die Leute sich mal für Biologie interessieren. Aber es ist natürlich im ersten Moment ist es natürlich sinnvoll, auch mit so Vereinfachungen zu arbeiten. Das mache ich ja auch, ja. Und vor allen Dingen immer mal, um die Leute wieder so ein bisschen abzuholen und einfach zu sagen, das ist also quasi wie. Aber es ist wichtig zu sagen, das ist eine Vereinfachung. Es ist wichtig zu sagen, dahinter steckt noch viel mehr. Und auch dieses, es klingt jetzt nicht so ganz richtig, ne? Also zum einen wird er ja natürlich jede Menge Einlauf bekommen von seinen Kollegen. Nicht nur zu Vereinfachungen, weil egal, wenn du halt irgendwie zwei Wissenschaftler in den Raum stellst, die werden halt sofort wissen, wo sich ihre Meinungen unterscheiden. Ne? Also, oh ja. Also egal welches Thema, ja, der eine sagt halt dieses, der andere sagt jenes und dann werden sie ein Thema finden, über das sie diskutieren können und im besten Fall haben beide danach was gelernt. Ja, also und meistens bleibt das ja auch bei so einem Austausch. Aber es gibt ja dann immer die Leute, diese ewigen Besserwisser, die dann sagen, also die dir quasi deinen eigenen Witz nochmal erklären, so ungefähr. Und ich glaube, das wird der gerade, also ich weiß ja nicht, wie aktiv er vorher auf Twitter war. Ne? Also er hat ja einen Twitter-Account, ob er da jetzt sehr aktiv war, aber ob er das schon mal erlebt hat, was ihm da jetzt so alles entgegenschlägt und auch wie die Medien mit ihm umgehen, das weiß ich natürlich nicht. Und vielleicht blendet das, also im besten Fall blendet das momentan einfach aus und macht einfach sein Ding. Ne? Weil was anderes würde ich ihm jetzt nicht raten in seinem Zustand, sonst hat er nur noch andere Probleme, wenn er sich jetzt auch noch irgendwie in die Diskussionen da einmischt, die da unter seinen Podcasts dann quasi entstehen. Aber ja, also Vereinfachungen sind okay und sie sind auch nützlich, ja, aber sie sind halt immer eine Krücke, ja, und am schönsten ist es halt, wenn man selber laufen kann, ne? Wie ist ein schöner Spruch? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ne? Genau, ja. Ja, und ich möchte nicht sagen, ja, alle Vereinfachungen sind blöd, sondern es ist, man muss sie mit Bedacht wählen und man muss auch immer wieder herausstellen, dass das jetzt eine Vereinfachung ist. Und also so, ich mag ja dann tatsächlich diese Herangehensweise von Too Long Didn't Read, ja. So, ich mache eine Zusammenfassung und hier kriegt ihr nochmal die Langfassung davon. Also, wer will, kann sich halt mehr informieren.
bei so einer Zusammenfassung muss man und Überspitzung muss man natürlich halt auch immer beachten, dass die ganz schnell aus dem Kontext gezogen werden können. Und das erlebt Drosten ja jetzt auch. Ja, hat er auch schon mehrfach gesagt, also dass man, dass er da konfrontiert wurde mit Aussagen, die ja, er hat das, diesen Satz hat er so gesagt, aber es war halt noch ganz viel drumherum, die das, diese Aussage auch nochmal relativiert haben. Und das haben die dann dummerweise weggelassen. Oder auch absichtlich. Das ist ja leider auch zu beobachten, dass solche Berichterstattungen manchmal auch eine gewisse Tendenz beinhalten. Und die Tendenz ist offenbar nicht, die in Anführungszeichen Wahrheit zu finden, sondern irgendwas anderes, was auch immer es sein mag. Demontage eines eines Helden oder ich habe keine Ahnung, befeuern von Diskussionen, weil dann kann man auch morgen wieder eine Schlagzeile machen. Wahrscheinlich gibt es da auch Mechanismen, die man so als Normalsterblicher gar nicht durchschaut, die also es geht häufig auch zu tun haben. Es geht häufig ums Geschichten erzählen. Du willst halt mit deinem Artikel auch irgendwie eine Geschichte erzählen und die muss irgendwie rund sein. Das ist das eine. Und zum anderen hat sich ja unsere Medienlandschaft jetzt so gewandelt, dass es wichtig ist, wie viele Klicks man bekommt. Ne? Ja, furchtbar. Und wie viel man geteilt wird. Also wie häufig wird dein Artikel geteilt? Die Artikel werden ja mehr geteilt, als sie gelesen werden. Und wenn dann deine da muss deine Überschrift stimmen. Was war denn nochmal irgendwie? Letztes Jahr war doch so ein Zeitartikel hier von wegen oder soll man es lassen? Ne? Diese Flüchtlingsdebatte in der Zeit. Und es gab zwei Artikel. Es gab einen dagegen und einen dafür quasi. Und dieser dagegen, der war ja auch der war ja nicht AfD-like, sondern der war vergleichsweise kritisch durchdacht jetzt im Vergleich zur AfD, ne? Und nicht das war jetzt kein hassendes, ne? Und danach kam quasi der Gegenartikel und der hat überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder war das Moment. Nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe, ich glaube, das war diese Gender-Debatte auch nochmal. Da haben sie das ähnlich gemacht mit irgendwie zwei Artikeln. Der von dem Mann, der irgendwas kritisiert hat am Feminismus, der ist dann auch irgendwie tausendfach geteilt worden. Und der zweite, der quasi pro-feministisch war, der wurde dann überhaupt nicht gesehen oder gelesen. Und ja, okay, also du kannst dich auf die Empörung verlassen, ja, die sorgt für Klicks, die sorgt für Leute, die es lesen, und die sorgt für Verbreitung. Und sobald du irgendwie was schreibst, was allen irgendwie also schon mehr gefällt, ne, dann gut, vielleicht bin ich auch nicht in den Kreisen, wo der dann den Shitstorm ausgelöst hat. Also das sind halt alles so Sachen. Da hat sich unsere Welt halt geändert. Du kaufst ja halt nicht mehr die Zeitung und da stehen halt irgendwie Sachen drin, ja, und du überlegst halt, was du liest, sondern du liest ganz viele unterschiedliche Medien mit und wirst dadurch aufmerksam durch die durch das Teilen von also dass andere Leute das teilen, und das wird halt nur geteilt mit einer guten Überschrift, und diese gute Überschrift muss sich dazu animieren, es auch zu teilen. Und am besten teilen sich Sachen, die die Leute emotional berühren, und was dich emotional berührt, ist meistens etwas, über das du dich aufregst. Ja. Oder halt süße Katzenbilder. Ich wollte gerade sagen, oder Otterbilder, genau. Genau, in Otter. Oder Otter. In Otter News. Gibt's auch das schöne Wort. Ja. Wie soll es denn weitergehen mit eurem Podcast? Einfach immer so, nach Lust und Laune? Oder habt also ihr irgendwie ich hätte Lust, mehr Leute einzuladen, die uns halt auch Sachen fragen, weil ich glaube, häufig ist unser Problem, dass wir halt beide Biologinnen sind und immer dieselben Sachen erzählen, also die Sachen schon wissen. Ja, so es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich versuche es dann auch immer mal irgendwie, also dann, ne, wenn Claudia irgendwie was erzählt hat, das kann man vielleicht auch manchmal so ein bisschen merken, dann einfach nochmal zu sagen, ja, das ist dann quasi wie wenn.
Und dann, dann quasi diesen Vergleich zu bringen. Also sie hat dann erstmal erklärt, wie funktioniert das und so weiter. Und ich sage dann nochmal, ja, das ist dann wie wenn. Oder halt auch mal andersrum. Und dann in der Hoffnung auch, also wir versuchen auch immer eine sehr detaillierte Linkliste dazu zu geben, mit schon ein paar Erklärungen nochmal geschrieben, dass man sich auch weiter informieren kann, wenn man da Interesse hat. Das sind dann auch Sachen, die haben wir uns angeschaut, die haben wir in dem Sinne kuratiert quasi. Also es ist nicht, manchmal ist es wirklich einfach nur der Wikipedia-Artikel, manchmal ist es aber auch ein YouTube-Video oder ein Zeitungsartikel oder so, den wir rausgesucht haben, wo wir sagen, okay, der ist, da kann man noch mal was nachlesen. Manchmal ist es komplizierter, manchmal ist es einfacher, je nachdem kann man sich das dann noch mal neu anschauen. Und ja, aber die Idee wäre halt, vielleicht auch mal Gäste zu fragen, ob die mal vorbeikommen und uns einfach mit Fragen löchern, ne? Weil wir wissen ja auch manchmal gar nicht, was wollen die Leute eigentlich wissen. Also offensichtlich wollen sie momentan wissen, wie Seife eigentlich Viren umbringt, so ungefähr, ne? Und warum alle Klopapier kaufen. Ja gut, wenn ihr das erklären könnt. Dieses Mysterium. Ja, genau, also das wäre jetzt so, und halt vielleicht die Frequenz erhöhen, das ist aber natürlich auch zwei berufstätige, also Vollzeit berufstätige Personen, brauche ich euch nicht erzählen, ne? Das ist natürlich ein bisschen... Nö, also Feierabendprojekt ist Feierabendprojekt, also da, also... Ja. Wenn du, wir haben jetzt halt den 14-Tage-Rhythmus und der hält uns auch einigermaßen aktuell. Aber wenn ich habe noch ein anderes Projekt, das ist so nach Vereinbarung. Da, ne, man überlegt sich dann mal einen Termin und da schleppen sich halt die Episoden auch so hin, weil da eben kein Druck dahinter ist. Aber zwei Projekte mit Druck könnte ich auch nicht ertragen. Also das ging gar nicht irgendwie so. Deswegen reicht mir das hier beim Sendekarten alle 14 Tage tatsächlich auch. Aber es ist auch gut, dass es so ist, weil dann bekommen wir auch immer schön Content zusammen. Zum Beispiel mit so tollen Gästen wie mit dir. Also das war jetzt ein richtig tolles Gespräch, schöner Ausflug, mal so zu hören, wie deine Arbeit so ist und wie dein Blick auf die Welt so ist. Jemand, der sagt, ich durfte Ratten aufschneiden, die waren sogar trächtig, hurra, die muss man ja auch erstmal finden. Die allermeisten Menschen würden sagen, oh, das arme Tier, ja. Und du sagst, ja, das ist ja super spannend, was ist denn da drin, was ist denn Leben eigentlich, was hält das alles zusammen und so, also und mit, also wie soll man sagen, nüchterne Philosophie, du suchst ja jetzt nicht den großen Spirit, den großen Geist, sondern das ist mehr so mechanisch, also wie funktioniert das denn, wie kommt denn das von da nach da und warum kommt hinten was raus, wo man dann Klopapier für braucht oder so, das ist spannend auch. Ja, ich kann ich vielleicht mal eine lustige Anekdote erzählen. Wir hatten auch ja einen Fisch, hatte ich ja erzählt. Und dieser Fisch hatte noch eine gefüllte Schwimmblase mit Wasser drin. Und die habe ich gefunden, ohne es zu wissen, und habe damit meine Laborkollegin quasi nass gespritzt. es tut mir leid, das klingt immer so morbide. Man schaut sich irgendwelche toten Tiere an und überlegt sich, ja, ich möchte eigentlich überlegen, wie das funktioniert, ne? Dazu muss man halt natürlich auch sagen, dass diese Tiere meistens irgendwie entweder, ich weiß jetzt nicht, wo sie aktiv jetzt bei dieser Biolehrerin herkam, aber wenn man zum Beispiel so Übungen macht, wie man Tiere präpariert, dann ist es so, dass sie, dass das quasi, ja, wie sagt man das jetzt schön? Also es gibt natürlich bei der Zucht von Versuchstieren gibt es halt Überschuss und der würde halt sowieso dann quasi vernichtet werden. Das klingt jetzt alles ganz fies, ich weiß. Mit denen übt man dann. Also das ist natürlich auch immer so, dass man da sehr umsichtig halt so gut wie möglich eben mit vorgeht.
um natürlich auch nicht irgendwie Tierleben irgendwie zu verschwenden oder so. Also ich bin mir da auch sehr bewusst. Aber wenn, also ich weiß nicht, ob ihr Fleisch esst. Wer Fleisch isst, der es hat ja da auch zumindest noch mal eine andere Moralgrenze vielleicht auch. Und ja, dementsprechend, man ist da schon umsichtig auch. Ja. Ich esse Fleisch und ich verstehe auch, dass Forschung durchaus auch mit Lebewesen passieren muss, leider. Also wenn ich Bilder sehe, geht es mir ans Herz. Aber ich verstehe auch, dass man gewisse Chemie oder Medikamente nicht mal direkt gleich am Menschen ausprobiert, sondern dann doch lieber erstmal andere Lebewesen dafür hernimmt. Das kann man ethisch rauf und runter diskutieren und für die Hardliner ist das sicherlich auch völlig undenkbar. Aber ich glaube, dass wir so insgesamt als Menschheit bisher damit ganz gut gefahren sind. Also es gibt sicherlich das eine oder andere die eine oder andere größere Seuche, wenn wir diese Möglichkeiten nicht hätten. Also von daher ist das zweischneidig. Aber letztendlich zu unseren Gunsten und wir sind nun mal Verbraucher und wir nehmen der Erde was weg und damit müssen wir mit dieser, wenn man es nennen will, Schuld, müssen wir irgendwie umgehen. Wir können es so weit minimieren wie möglich. Also ob jetzt für jede neue Hautcreme wieder irgendwie Kaninchen gequält werden müssen, kann man diskutieren, aber für wesentliche Medikamente, glaube ich, kann man das gar nicht direkt von der Hand weisen. Also es ist echt ein schweres Thema. Ja. Schweres Thema. Können wir hier auch nicht auflösen. Also nee, das also für Kosmetika auf jeden Fall sind Tierversuche verboten in der EU. Dementsprechend das war aber mal anders. Das ist auch war was gelernt. Mal anders, ja. Ja, das hat man gelernt. Und auch in die Sachen, die in China auf den Markt kommen, die müssen, soweit ich weiß, tatsächlich an Tieren geprüft sein. Dementsprechend, also es ist nicht immer so, dass den Lippenstift, den du hier kaufst, dass der nicht an Tieren ausprobiert wurde, weil der vielleicht auch in China auf den Markt kommt. Aber da gibt es ja auch mittlerweile Label, auf die man achten kann, wenn man sich da bewusst ist. Und das halte ich auch nicht für vertretbar. Da sollte man sich halt einfach selber drauf, als Verbraucher muss man da halt selber entscheiden, was man da nutzen möchte und was nicht. Im Medikamentenbereich kommt man halt momentan auch von den Regularien einfach nicht drum rum. Das ist einfach so. Da muss man, wenn, dann die Regularien ändern und dann muss man eine bessere Methode gefunden haben und die gibt es momentan noch nicht. Genau. Es gibt ja immer den Ansatz, wir machen das alles in der Petrischale, wir können diese kompletten Tests können wir quasi vom Lebewesen fernhalten, wir machen das alles in der Petrischale, in Anführungszeichen, also nebenbei, da sind auch Lebewesen drin, so tut es ja gar nicht gehen. Andere Lebewesen, ja, aber das sind nur Beine. Zellen, die mehren nichts. Das sind ja nur Zellen. Also wenn man jetzt die Grenze Lebewesen zieht, ja, dann müsste man eigentlich, aber gut, müsste, hätte, man kann hier, wir können auch hier schlau hinterherreden, es ist immer schwer für diejenigen, die es halt umsetzen müssen. Und auch verantworten müssen, das ist ja vor allen Dingen das Problem. Also ich könnte es wahrscheinlich nicht, irgendwelche Versuchstiere betreuen und behandeln. Das ist natürlich so eine wasch mich, aber mach mich nicht nass Haltung. Ja? Ich benutze Produkte, ich benutze Medikamente, aber ich könnte es selber halt nicht. Ich esse auch gerne Wurst, aber ich könnte kein Schwein schlachten, glaube ich, selber. Weiß nicht. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Aber ich weiß schon, dass ich natürlich eine indirekte Verantwortung dafür habe, dass dieses Tier getötet wird. Wenn ich es auch nicht selber mache, aber dadurch, dass ich dessen Produkte eben esse und auch genieße, habe ich natürlich eine Verantwortung dafür, ist mir schon klar. Also komm aus der Nummer einfach nicht raus. Ja, so ist das. Genau.
Okay, mit diesen munteren Worten beenden wir jetzt einfach mal unsere Gartenbank. Es wird nämlich nur noch schlimmer, fürchte ich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese sehr, sehr spannenden Einblicke in deine Arbeit und in euren Podcast. Jetzt haben wir gar nicht über eure Technik gesprochen. Du hast vorhin gesagt, du hast vom Science Slam neues Equipment gekauft, neuen Mikrofonarm. Können wir noch mal ganz kurz auf eure Technik gucken? Was setzt ihr ein an Mikrofon und Rekorder und so? Also Claudia hat das ganz normale Samson Gomic und ich bin in der, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe hier auf Anraten des Podcast-Papst Holger Klein habe ich das Xenix Q800-2 und ich bin mal gespannt, wer es kennt, ich habe einen Sennheiser 441U. Kennt das jemand? Und weiß jemand, wie viel das kostet? Ich frage mal die beiden Herren. Ich kenne es gerade nicht. Kennt ihr das? Ich habe schon mal den Namen gehört, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also Preis auf jeden Fall nicht. Aber also, wenn du so fragst, dann war es wahrscheinlich teuer. Ja, ja, ich habe es aber, ich hab's aber nicht selber gekauft, tatsächlich. Also mein Papa war mal in einer Band. Und da hat er sich das vor über 30 Jahren gekauft, dieses Mikrofon. Und das kostet momentan bei Thomann oder kostete bei Thomann, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, über 800 Euro. Der hat wahrscheinlich damals den Preis in Mark gezahlt. Dementsprechend, ich habe das einfach hier an, also ja, das Science Slam Geld habe ich in den Schwenkarm investiert. Das Mikrofon gab es für mich kostenlos. Ich habe auch noch den kleineren Bruder, das Sennheiser 421 hier. Das ist so alt. Das hat noch nicht mal ein XLR-Kabel, sondern ein Kleintuchel. Und ich habe noch ein Shure SM 58 hier. Also ist ja auch so ein Allrounder. Das ist ja also eigentlich mehr so für Gesang. Das hatte ein Kumpel von meinem Vater von den Bandzeiten noch irgendwo in einem Karton liegen und dann habe ich die halt bekommen. Und das ist alles ganz normal über XLR angeschlossen. Ich habe Ultraschall und wir verbinden uns über Studio Link. Am Anfang haben wir noch Experimente gemacht mit Mumble, mit Skype, mit was haben wir noch alles versucht? Ich glaube, Mumble und Skype war es. Ach ja, genau, und Audacity haben wir versucht. Und das war alles nichts und wir sind sehr dankbar für Studio Link. Das freut mich zu hören. Ja. Ja, und wenn irgendwelche Probleme sind, gerne melden, dann helfe ich da gerne weiter. Vielleicht kriegen wir dann. Ja, das hat auch immer gut geklappt. Ja. Das freut mich. Ja, klingt ja ganz gut. Also ich hätte mir dieses Mikrofon nie selber gekauft, ne? Also ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie so ein 0815 Mikrofon mir irgendwo geholt. Wahrscheinlich auch einfach das Samson Gomic, weil dann hätte ich das Audio-Interface nicht gebraucht. Aber naja, wenn man es halt hat, ne? Ja, ja, ja. Und klingt wirklich gut. Ja. Klingt wirklich gut. Ja. Goldene Stimme. Sehr schön. Oh. Aber die größte Freude hast du mir gerade gemacht, als du gesagt hast, der Podcast-Papst Holger Klein. Also das habe ich in der Form auch noch nie gehört. Ich finde das großartig. Die sagen immer alle Tim Pritlaff, ne? Ach was. Das ist so schön. Könnten ja jetzt mit Prinz und Papst, lassen wir das. Ich bin auch. Holgi sollte öfter mal zum Papst werden. Das ist gar nicht schlecht. Super. Okay, kommen wir von der Gartenbank runter. Liebe Anne, wir haben noch das Querbeet und dann haben wir noch ein bisschen Blühkalender und die Setzlinge oder einen Setzling und die Blütenschätze. Wenn du magst, bleib einfach gerne bei uns in der Sendung. Du kannst auch immer wieder da reinquatschen. Also es ist nicht so, dass du jetzt nicht mehr reden darfst, weil wir von der Gartenbank runter sind. Nur manchmal haben Gäste, möchten dann weg oder so, aber am liebsten haben wir es ja, wenn alle dabei bleiben. Und ich höre schon, du bleibst uns erhalten. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt ins Querbeet. So,
Und da hat uns der Lars eine schöne Karte angelegt. Da steht Deutscher Podcastpreis drauf. Juhu, endlich mal wieder was über Podcastpreis. Was hast du denn da gefunden, Lars? Erzähl mal. Och, eigentlich gefunden jetzt gar nicht mal so groß. Heute Abend gab es eben die Veröffentlichung der Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2020. Ich habe noch nicht reingehört. Man kann dort sich offenbar die Verleihung jetzt als Podcast eben anhören oder zumindest als Audio. Und auf der Webseite gibt es auch eine Liste der Gewinnerinnen der 7 Kategorien. Wer da also Interesse hat, da wie das aufgelöst wurde, auf der Webseite unter www.deutscher-podcastpreis.de. Da findet man, was man wissen möchte. Irgendeine Überraschung dabei? Oder die üblichen Verdächtigen? Wenn du mir sagst, was übliche Verdächtige sind, kann ich dir das beantworten. Ich hab's geahnt, dass du mich da nicht rauslässt. Ich kenne nur ein Projekt davon und ich höre keines davon. Na, dann nimm doch mal also das, was ich kenne eins vom Namen her und ich habe in keines jemals reingehört. Hm? Okay. Bitte? Okay, sag ich. Nukula, so, schreibt ja hier jemand in Nukula, schreibt hier der Erik im Chat. Hat Nukula, Radio Nukula, ist da dabei? Sehe ich dort nicht auf der Liste. Okay. Wäre so ein üblicher Kandidat, ja, das stimmt. Ja. Lage der Nation auch, aber der Philipp Banse war selber in der Jury und deshalb war das Angebot gar nicht in der Wertung. Oh. Naja. Gut, ich bin sehr gespannt. Mein Fuß muss stehen bleiben. Ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme, ob die so opulent ist wie von der Podcast-Blase. Also das war ja nun wirklich eine Gala, die hat es echt in sich. Also da muss ich ja nochmal sagen, großen Respekt für die, die das da gemacht haben. Danny, Christiane und Joscha. Super, super, super. Ganz toll. Ja gut, Deutscher Podcast-Preis, dann ist das jetzt auch zu Ende. Die hatten sich ja eigentlich eine schöne Gala überlegt, ne, so mit rotem Teppich und allem Pomp. Und jetzt kommt dieses Virus daher und sagt, nö, machen wir mal nicht. Naja. Aber es sind ja schon andere Sachen abgesagt worden. Die Olympischen Spiele, die Europameisterschaft im Fußball und was weiß ich noch alles. Mein Klassentreffen wurde abgesagt. Na. Okay. Mehr können wir dazu nicht sagen, oder, Lars? Also ich zumindest nicht. Okay. Möchte noch jemand was zum Podcastpreis sagen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir waren wohl nicht nominiert. Du hättest dich selber nominieren müssen. 5 Minuten aus eurem Oeuvre einreichen. Ach so, oh nee. Dann hätten wir erst nicht gewonnen. Naja. Also Podcast-Landschaft und Preisverleihung, das fühlt sich immer irgendwie ein bisschen komisch an. Ich verstehe im Prinzip den Anreiz und dass die Leute sagen, ja, aber komm hier, das ist hat ja was mit Marketing zu tun und so werden die Leute berühmt und bekannt und so weiter. Kann ich alles verstehen. Aber wir kommen ja hier wirklich aus so einer Feierabendecke und aus so einer Hobbyistenecke und ich bin echt so froh, dass das hier alles so wettbewerbsfrei eigentlich ist. Jemand macht was und es gefällt oder jemand macht was und gefällt nicht und es ist, ja, dann ist es halt so. Da muss kein Preis dran kleben. Aber wer es halt möchte, auch okay. Also ich bin da irgendwie inzwischen neutral. Bin nicht mehr dagegen. Früher war ich mal so ein bisschen dagegen, aber wer es möchte, soll es tun. Bin froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Gut, die nächste Kachel ist von mir. Das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Die Desperate House Preppers, also das ist von Claudia und von Judith, diese Idee, was tun gegen Langeweile. Ich lese mal vor, was sie selber geschrieben haben. Judith und Claudia, aber die Claudia, unsere Claudia, unterhalten sich darüber, was man alles auf die Schnelle selber machen kann und wie gut das für das Empowerment des eigenen Selbstbewusstseins ist. Außerdem startet ein Contest zu den kreativsten Ideen aus Dingen, die gerade noch zu Hause sind. Also, was ihr so habt, ne, zum Beispiel noch eine Tütchen Trockenhefe, da kann man ja vielleicht noch eine Torte draus machen oder so. Oder weiß der Geier was. Irgendwas. Die beiden haben da so angefangen, mal nachzudenken. Wie gesagt, in dem Podcast Desperate House Hackers geht es ja schon länger um den Gedanken des Do-It-Yourself.
zum Beispiel Seife herstellen. Wäre ja jetzt zum Beispiel, wenn die Regale leer sind, auch eine Idee, aber Seifenherstellung dauert ungefähr 12 Wochen. Von daher ist es für die Akutsituation jetzt dann doch auch nicht so einfach. Ja, wenn man, wer Lust hat, an dieser Challenge oder wie auch immer an diesem Spaß teilzunehmen, der Hashtag Desperate House Preppers, alles ein Wort, das ist der Hashtag zum Mitmachen und Mitlachen. Ach so, und ich habe dann gesagt, ja, und demnächst machen sie dann noch Toilettenpapier selber, so, ne? Altpapier in Wasser in die Bütt und dann schöpfen. Und dann habe ich gesehen, nee, das Morgenradio mit Herrn Wunderlich und Frau Anders, die haben tatsächlich diese Idee schon aufgegriffen. Ich glaube, das war aber nun Spaß. Jedenfalls gibt es einen Tweet, der heißt, weil wir glauben, dass es in Deutschland genug Nachfrage und Altpapier gibt, würden wir gerne ein DIY-Video produzieren. Hättet ihr Interesse an Klopapier selber handschöpfen? Fragezeichen. Hatten sie am 16. März getwittert. Ich habe mal nachgeguckt, also eine Sendung, eine Episode zum Thema habe ich nicht gefunden. Ich glaube, das war wirklich nur ein Scherz. Hast du was gehört, Lars? Du verfolgst doch das Morgenradio, glaube ich, eher als ich. Ich hänge im Moment in Sachen Podcasts überall auf allen Projekten deutlich hinterher oder okay. Auf fast allen Projekten. Nein, da habe ich noch nichts gehört. Dann lassen wir das dabei bewenden. Desperate House Preppers ist der Hashtag. Einfach mal nachgucken und lachen. So, was haben wir noch? Studio Link Updates. Schon wieder. Studio Link bleibt uns treu. Und ich habe mit großem Spaß in die neue Omega Tau Episode reingehört, 338. Die fing nämlich an mit einem Hinweis, dass jetzt auch Omega Tau Podcast, der Wissenschaft und Technik Podcast, jetzt ab jetzt mit Studiolink produziert. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Lars. Sebastian, kannst du den einspielen, bitte? Ja, klar. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo Nora. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, liebe Hörer. Hallo, liebe Hörer. Wir nehmen das erste Mal gerade in der Omega-Tau-Geschichte mit Studiolink auf. Das ja, heißt, das und du warst jetzt gerade kurz abgehackt. Das darfst du jetzt aber nicht funktioniert sagen. Funktioniert schon super. Warum denn nicht? Studiolink ist doch perfekt. Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Hashtag muss man wissen. Nora konnte das nicht wissen, die war ein paar Monate im Ausland und die ist jetzt erst wieder zurückgekehrt. Von daher hatte sie die ganzen Entwicklungen um Studio Link natürlich nicht mitbekommen. Und in der Episode gibt es auch tatsächlich ein paar ordentliche Aussätze. Also es ist wirklich so, so ein bisschen schade, dass er das so erwähnt und sagt, jetzt nehmen wir es auf Studio Link und dann ist es doch ein bisschen hakelig. Wer weiß, was da in Stuttgart gerade los war. Es ist ja so Provinz, da ist ja das Netzwerk wahrscheinlich nicht so töfte. Die waren übrigens auch im Homeoffice, also jeder für sich, zu Hause, getrennt, also physikalische Distanz, deswegen haben sie das damit gemacht. Da fand ich total witzig. Was gibt es denn sonst noch an Updates, Sebastian? Oh ja, einige, also ein sehr produktiver Monat. Ich gehe mal auf die Kernsachen ein, also gerade die Standalone hat ein paar Updates bekommen. Also was ja letztes Mal noch nicht ging, ist, dass man mit der Standalone streamen konnte. Das geht jetzt wieder. Da vielleicht auch nochmal die Ankündigung. Es war ja jetzt angedacht, das On-Air-Streaming quasi direkt in das Bezahlmodell mit zu überführen. Das habe ich jetzt erstmal bis August ausgesetzt, um einfach jetzt auch die Möglichkeit zu geben, den Menschen, die jetzt auch gerade auf Streaming angewiesen sind, insbesondere da jetzt nicht, sage ich mal, die Tür zuzuknallen, sondern jetzt halt da nochmal ein bisschen Zeit zu geben, dass quasi diese Phase halt vielleicht etwas angenehmer zu überstehen ist, wenn man jetzt zu Hause bleiben muss. Ja. Und dafür gibt es erstmal Applaus. Also das ist mal wieder ganz großartig von dir. Dankeschön. Ja, gerne. Gibt es jetzt auch so Sachen wieder wie eine 32-Bit-Version für Windows. Also ich habe die schon vor ein paar Wochen entfernt gehabt aber so nach und nach tröpfelten dann immer wieder weitere Nachfragen zu 32-Bit-Versionen ein, was ich auch sehr spannend fand.
Ja, gibt es jetzt wieder und wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Also es scheint gerade im Windows-Universum ist 32-Bit noch lange anscheinend nicht ganz wegzudenken. Naja, okay. Muss man so mit klarkommen anscheinend. Ja, dann hatte ich noch, genau, dann gab es auch, was auch nicht vorzukriegen ist, der Internet Explorer 11. Der hatte ein JavaScript-Problem, da wurde dann keine Studio-Link-ID angezeigt, das ist auch behoben. Dann gab es auch Probleme mit tollen DNS, mit Providern, die DNS-Abfragen gesperrt haben. Das ist, also aufgefallen ist es mir in Großbritannien. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben die ja irgendwann mal so ein Seitenblocking-Gesetz mal eingeführt, dass Provider da Seiten sperren müssen. Und das machen die meiner Vermutung nach wahrscheinlich über DNS. Und dementsprechend lassen sie halt andere DNS-Anfragen nicht mehr durch, um diese Umgebung davon etwas zu verhindern, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, das, ja, aber das funktioniert jetzt mit der neuen Infrastruktur alles sowieso etwas anders. Deswegen konnte ich jetzt diese alten DNS-Server da wieder entfernen und jetzt reichen auch die vom Provider. Das hat dann zum Glück doch noch irgendwie funktioniert. Also VoiceOIP haben sie jetzt nicht komplett abgedreht. Auch wenn man diese Sperren auch noch anders umgehen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ja, was dann noch möglich ist, viele benutzen jetzt auch gerne StudioLink, wenn es geht, auch als Telefonersatz oder um Telefongespräche aufzuzeichnen. Da ist die Herausforderung bisher immer gewesen, wenn man zum Beispiel wirklich an so einer Konferenzschaltung teilnehmen will, dass vielleicht so eine Tastentöne erforderlich sind, um eine PIN einzugeben oder ähnliches. Dazu gibt es jetzt einen Button in der Standalone und auch im Plugin. Das hat das Update auch bekommen, sodass man da quasi direkt dann auch an sowas teilnehmen kann oder wenn man eine Hotline anruft, kennt ja wahrscheinlich jeder so, wenn man sich durch so ein Telefonmenü klicken muss, drücken sie jetzt die 1 oder die 3 und so weiter und so fort. Ja. Das geht jetzt damit auch. Ja, und viele kleinere Bugfixes, also da passiert gerade so einiges. Es ist gerade auch durch Corona tatsächlich auch sehr stark zu merken, dass das Remote-Podcasting einen ganz anderen Effekt auslöst und relativ stark intensiv genutzt wird jetzt zu diesen Zeiten. Naja, klar, wir wollen ja, das heißt zwar Social Distancing, aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, sozial auseinander zu dividieren, sondern es geht ja darum, unsere Körper, also das Physische und das Biologische nicht aneinander zu bringen, aber das Soziale, also das umeinander kümmern oder miteinander reden, das soll ja eigentlich unterstützt bleiben. Und das kann ja StudioLink hervorragend. Also das ist ja aseptisch, wenn man so will. Das Sterilium unter den Kommunikationsmitteln. Ganz ohne Alkohol. Ja. Okay, ja. Ihr habt ja alle toll gelacht. Jetzt habe ich einen großartigen Witz gemacht. Moment, sag nochmal, dass du einen Witz gemacht hast. Jetzt habe ich einen Witz gemacht. Super. Super, vielen Dank. Ach, fühle mich gleich das viel wohler. Das kannst du jetzt einfach hinschneiden, wo du willst. Nicht ganz, wo du willst, bitte. Random überall 5 Minuten, so. Alle 5 Minuten random irgendwo hin. Ich habe am, wann war denn das? War das am Samstag? Deutschland sucht den Superstar. Fragt nicht, es lief plötzlich hier. Und dann haben sie ja, da war ja auch kein Publikum, ne? Da waren nur diese Juroren und die Kandidaten. Und dann haben die Kandidaten gesungen und am Ende des Liedes brandete Applaus auf. Und wieso? Da ist doch keiner. Dann haben die einfach vom Tonband oder aus der Konserve haben die dann einfach Applaus eingespielt. Einfach damit die Leute sich wohler fühlen. Fand ich irgendwie witzig. Kann ich sogar verstehen, dass man da die Kandidaten nicht so ganz in der leeren und kalten Halle stehen lassen will, aber irgendwie auch schräg. Bei der Heute-Show hatten sie doch so 80er-Jahre-Leute eingeblendet, die dann gelacht haben,
weil die ja auch ohne Publikum sind. Und dann waren dann halt, ich weiß, wahrscheinlich sowas, verstehen sie spaßmäßig dann Leute, die sich da, die da abgelacht haben und geklatscht haben. Und es war dann so ein schöner Anachronismus quasi. Super. In ballonseidenen Jogginganzügen wahrscheinlich. Nee, die waren alle sehr fein angezogen. Das war dann auch so. Aber mit Schulterpolstern dann im wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sowas hatten wir doch damals. Mein Gott, wenn man diese Bilder sieht, das ist so schlimm. Aber gut, wir werden in 10 Jahren auf diese Zeit auch genauso zurückgucken. Also diejenigen, die dann auch da sind natürlich. Beim Masked Singer, ja, okay. Okay, auch. Beim Masked Singer offenbar auch. Jetzt bin ich aus dem Plan. Sebastian, war das Studio Link Update damit durch? Genau, da wird zwar noch ein bisschen was kommen, aber das darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Okay, die alte Taktik. Erst liefern, dann drüber reden. Es ist immer schlecht, irgendwas anzukündigen. Meistens kommt es dann doch anders. Das mache ich auch nicht mehr. Da halte ich mich am Schasen. Der hat auch gesagt, er sagt nie wieder irgendwas. Die Helgoland-Bunker. Das habe ich nie vergessen, Herr Schasen. Denken Sie dran. Naja, okay. Kommen wir zum Blühkalender. Was ist los im Podcastland? Oder im Moment, was ist nicht los im Podcastland? Der Lars hat bestimmt eine gute Übersicht für uns. Bitteschön. Ja, genau. Hier sind die Podcast-Termine und Nicht-Termine der nächsten 3 Monate. Quelle ist das Termin- bzw. Nicht-Termin-Wiki im Sendegate. Am 28. März sollte das Funheim in Weinheim stattfinden. Das wird in dieser Form eben nicht stattfinden, aus den bekannten Gründen. Es soll aber ein virtuelles Treffen stattfinden und das gibt es dann auf einem Teamspeak-Server. Auf dem Twitter-Account Funheim kann man sich da aktuell halten. Beim letzten Sendegarten hatte ich noch das Podfest Birmingham genannt. Die waren ja noch sehr optimistisch, dass es trotzdem stattfinden würde. Inzwischen ist das auch abgesagt worden. Der Vollständigkeit halber, das wäre also am 28. und 29. März gewesen. Ebenfalls letztes Mal genannt hatte ich die Radio Days Europe und auch hatte ich gesagt, dass die verschoben werden. Die haben sich inzwischen einen neuen Termin gesucht. Die Radio Days Europe in Lissabon finden statt am 13. bis zum 15. Dezember 2020. Letztes Mal ebenfalls genannt war das Podcast Meetup Düsseldorf Nummer 5. Das ist nicht mehr gelistet. Das sollte am 2. April stattfinden und wurde wohl offenbar auch aus den bekannten Gründen abgesagt. Gleiches gilt für das Podruhr, auch das hatte ich noch genannt. Direkt am Tag nach dem letzten Sendegarten habe ich da die Absage vorgenommen. Angedacht ist hier der nächste Termin für den Juli. Da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das Podrennen am 11. und 12. April soll weiterhin stattfinden, allerdings als 100%ige und sichere Webversion. So äußert man sich da. Für weitere Infos soll man da die Homepage im Auge behalten. Die möchten da kurzfristig mit weiteren Infos daherkommen. Der Day of the Podcast denkt offenbar darüber nach, am Ostersonntag was zu machen, also am 12. April. Das Ganze wäre auch rein online und die Überlegung ist da von 10 Uhr bis 10 Uhr oder so was zu tun. Und da gibt es bei Twitter die Frage, wer mitmachen möchte. Wenn man Interesse hat, kann man die Frage an den Twitter-Account Day of the Podcast beantworten. Für den 23. Mai ist das nächste Funheim angedacht. Da muss man einfach mal schauen, wie die Lage ist. Wenn man wieder raus darf und das problemlos tun kann, dann soll das Ganze in Wiesbaden stattfinden und geplant ist da ein Besuch des Hessen Slams. Infos zum Funheim gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Alle Links und Infos zu den Veranstaltungen, die ich jetzt gerade so nicht genannt habe und genaue Adressen und so weiter, gibt es im Termin-Wiki im Sendegate. Das ist als Wiki offen für weitere Einträge und kann deswegen jederzeit ergänzt werden. Und dann taucht das hier auch im Sendegarten auf. So viel von mir. Dankeschön für die Termine und Nicht-Termine im Nicht-Sendegate, im Nicht-Wiki, wo auch immer. Schön, dass es trotzdem funktioniert hat. Kommen wir zum Setzling dieser Ausgabe.
Es passiert ja im Moment ganz viel. Das ist das, was Sebastian auch gerade sagte. Also ganz viel wird produziert, weil teilweise die Menschen mehr Zeit haben. Lustigerweise wird immer angenommen, ja, Homeoffice heißt, ja, man kann sich ja mit deiner Freizeit beschäftigen. Ich habe eigentlich gedacht, Homeoffice heißt, ich arbeite eigentlich meine 8 Stunden zu Hause. Dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, also zumindest in dieser ersten Woche, wo noch alles so sich einruckeln muss, das heißt ja nicht, dass ich jetzt wer weiß, wie viel Freizeit habe, sondern naja, ich jedenfalls nicht, andere Leute vielleicht schon. Das passiert also, es passieren neue Projekte. Ein Projekt, wo ich nicht vermute, dass jetzt das daran liegt, dass keine sonstige, doch vielleicht sind Gesprächspartner nicht mehr so leicht zu finden. Der Philipp Banse, den kennen wir aus der Lage der Nation. Der hat jetzt einen Podcast aufgesetzt, gerade gestern, glaube ich, Corona konstruktiv heißt das. Und er schreibt dazu, Corona konstruktiv ist ein wöchentlicher Podcast für gute Ideen in schwierigen Zeiten. In jeder Ausgabe stellen Philipp Banse und Lorenz Matzat Projekte vor, die uns in der Krise voranbringen und sie vielleicht auch überdauern. Die Grundidee dahinter ist, dass natürlich jetzt zum Beispiel Nachbarschaftshilfe existiert oder irgendwelche pragmatischen Lösungen gefunden werden, um in der Situation also doch ein vernünftiges Miteinander oder eine Versorgung oder was auch immer aufrechtzuerhalten. Und diese Ideen werden gesammelt und versucht Philipp dann damit dem Lorenz Matzat gemeinsam vorzustellen. Ich habe heute in diese erste Folge reingehört und bin so ein bisschen, also so richtig begeistert. Begeistern kann ich mich nicht. Sie zählen da brav so verschiedene Projekte auf, die es da so gibt. Ich glaube überwiegend mit dem Blickwinkel Berlin, weil er naheliegend ist, weil sie einfach da wohnen. Da passiert natürlich auch einiges. Ob davon jetzt viel überbleiben wird in der Zukunft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir so richtig nicht vorstellen. Aber vielleicht war ich auch einfach nicht in der ausreichend euphorischen Stimmung dafür. Ich habe das vorhin bei dem Spaziergang gehört, wo ich auch ein bisschen nachdenklich war wegen der ganzen Sache hier. Vielleicht hat es mich da auch einfach auf den falschen Fuß erwischt. Also Corona konstruktiv, die Dinge, die gut sind und vielleicht auch die Sachen, das Leben in der Corona-Zeit und danach etwas besser machen für uns alle. Von Philipp Banse und Lorenz Matzat. Erreichen kann man das unter küchenstut.io/Corona-konstruktiv. Corona-konstruktiv ist ein Wort und küchenstut.io ist die Domain von Philipp, wo er auch verschiedene andere Projekte liegen hat. Okay, das war der eine Setzling. Sie stimmt, gibt es noch ganz viel mehr, aber ich bin im Moment auch nicht so sehr aufmerksam, was die Welt da draußen oder die Podcast-Welt da draußen angeht. Ich hier mit meiner kleinen eigenen Welt erstmal genug zu tun habe. Und damit kommen wir zum Ende, nämlich zu den Blütenschätzen. Ich lese gerade noch, bevor wir zu den Blütenschätzen kommen, den Kommentar vom Erik. Es muss ja auch nicht jeder Podcast eine länger wirkende Halbwertszeit haben. Wenn der eben nur für die akute Corona-Zeit relevant sein wird, ist das doch auch okay. Da hat der Erik natürlich völlig recht. So, jetzt kommen wir zu den Blütenschätzen. Und sehr schön, wir haben vom Hörer Sascha, von unserem lieben Sascha, einen Hörerblütenschatz reingereicht bekommen. Er schrieb uns, ich möchte gern die aktuelle Folge Damals TM zur spanischen Grippe als Hörerblütenschatz vorschlagen. Die Episode berichtet von einem Ereignis, das 100 Jahre her ist und trotzdem aktueller denn je. Das ist die Ausgabe 75, spanische Grippe. Ja, auch ein Virus, auch eine Pandemie, die um den Erdball ging. Und die doch zahlreiche Menschen um das Leben gebracht hat. Ich hoffe nicht, dass wir Ähnliches hier erleben. Anna, glaubst du, dass das vergleichbar sein wird, Corona und spanische Grippe? Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, weil bei der spanischen Grippe sind die Leute am Ende ja daran gestorben, dass sie sich eine Lungenentzündung eingehandelt haben. Das kann jetzt auch passieren, aber damals gab es noch keine Antibiotika.
Und dementsprechend sind dann eben viele Leute an dieser Lungenentzündung gestorben. Also wir haben jetzt deutlich mehr Mittel dagegen. Und also vor 100 Jahren hätte auch Covid-19 ganz anders ausgesehen. Bin ich von überzeugt. Aber ich sage auch immer gerne, ich kann es natürlich auch nicht wissen, ne? Also ich bin ja nur harmlose Biologin, ich weiß nicht alles. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Naja, aber du bist etwas näher dran als wir zum Beispiel. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Dimensionen sind. Was ich interessant fand, das kann man vielleicht noch im Nebensatz sagen, der Tim Pritlev hat ja den Podcast unsere kleine Farm, hätte ich jetzt bald gesagt, unsere kleine Welt, UKW, genau. Nicht mit John Boy, sondern mit Tim. Unsere kleine Welt, und da hat er jetzt in der letzten Zeit ein paar Episoden zum Thema Corona-Krise und so weiter aufgenommen, und er hat unter anderem mit einer Dame gesprochen vom CERT, das ist ja die Eingreiftruppe, wofür steht das denn nochmal? Eigentlich heißt es Computer Emergency Response Team, aber wahrscheinlich Congress, ne? Auf dem Kongress gibt es dann, das haben die auch einen medizinischen Zweig. Also die kümmern sich sowohl um, was weiß ich, eine tropfende Wasserleitung oder so. Und dann kommt der technische Trupp, oder sie kümmern sich um, was weiß ich, einen Menschen, der zu wenig getrunken hat und vielleicht ohnmächtig irgendwo rumliegt. Dann kommt der medizinische Trupp. Das läuft aber alles unter CERT, glaube ich. Das Chaos Emergency Response Team. Ah, Chaos Emergency. Ah. Okay. Danke. Super. Und sie sprachen auch über die Behandlungsmöglichkeit bei der Covid-Erkrankung. Und da wurde so relativ, also sehr nüchtern gesprochen, ja, es wird halt beatmet. Also weil die Sauerstoffversorgung von betroffenen Menschen, wenn die Lunge angegriffen ist, nicht mehr gut genug ist. Damit genug Sauerstoff in den Körper kommt, wird halt künstlich, also von außen Luft zugeführt, entweder über eine Maske oder in schlimmen Fällen durch eine Intubation. Aber letztendlich ist damit trotzdem, obwohl das so dramatisch wirkt, eine relativ gute Heilungschance wohl verbunden, weil das Immunsystem dann irgendwie damit klarkommt. Unbehandelt würde der Patient wahrscheinlich nicht überleben, aber weil ihm von außen durch diese Mittel Sauerstoff zugeführt wird, hat das Immunsystem tatsächlich eine gute Chance, selber damit klarzukommen und da wieder rauszukommen. Das war irgendwie so von so einem Medizinmenschen oder so einer Medizinfrau da so lapidar, nein, nicht lapidar, das klingt ja so doof, aber so positiv optimistisch geschildert, das fand ich irgendwie, hatte auch was Positives auch. Hm? Das alles so stimmt. Ja, also ja, das stimmt. Also es ist halt so, dass durch die Attacke des Virus das Immunsystem halt extrem überreagiert und anfängt, die Lunge anzugreifen. Also in dem Fall, wo das Virus nicht mehr aufgehalten werden kann, macht dann das Immunsystem so einen Kamikaze-Versuch. Und dadurch wird die Lunge sehr stark angegriffen und kann nicht mehr richtig arbeiten, weil eben die Lungenzellen sterben. Und die sind halt jetzt nun mal ganz wichtig für den Gasaustausch, dass eben unser Blut gut mit Sauerstoff versorgt wird. Und wenn man beatmet, kann man die Lunge unterstützen. Und dann kann man eben die Zeit ein bisschen rauszögern, und in dieser Zeit hat sich die Lunge halt hoffentlich erholt. Das ist so die Möglichkeit. Und der Reparaturmechanismus der Lunge ist wirklich so potent, dass er das wirklich durchstehen kann? Ja, also hoffentlich, ne? Also es ist natürlich, ja, gut. Leute, bei denen funktioniert es nicht, aber rein theoretisch kannst du das. Die Lunge erneuert sich, glaube ich, auch relativ schnell im Vergleich zu anderen, und außerdem ist ja, also wenn unser Immunsystem irgendwo Tabula rasa macht, ja, und irgendwas kaputt macht, dann signalisieren die Zellen dort ja auch so, hey, hier ist was kaputt, wir müssen aufbauen, wir müssen schnell aufbauen. Und dann wird da auch, dann ist unser Körper auch auf Zack und baut da neue Zellen hin. Also lässt die Zellen sich teilen und das Gewebe ersetzen. Das ist ja, also,
also mich hat das irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber mich hat das irgendwie positiv gestimmt, dass ich dachte, weil diese Bilder von den bearbeiteten Patienten, das sieht immer so aus, als wenn die wirklich kurz vorm Tod wären. Aber das klang dann in der Folge so, ja, nee, die werden halt dann über eine gewisse Zeit beatmet, dann regeneriert sich das und dann stehen die im Prinzip auf und sind durch. Dann sind sie wieder gesund. Obwohl das naja, so dramatisch also, aussieht. Das sieht dramatisch aus und das ist auch jetzt auch kein Spaß, ne? Also da will nee, man nee, nicht nee, hin. Da, ne? Die Chance weil, dann nicht wieder aufzustehen ist groß, also schon klar. Ich will genau. Jetzt nicht kleinreden. Aber genau. Dass es überhaupt nee, aber, gehen kann. Ganz lustig ist nämlich, finde ich, dass die Leute in Bauchlage häufig beatmet werden. Das ist jetzt so ein relativ neu, also vergleichsweise neu. Man weiß halt, dass wenn man die ab und an in Bauchlage dreht, dass es den Leuten dann, also dass die Beatmung besser funktioniert. Das hat auch Gründe, aber die führen jetzt hier zu weit. Und das sieht dann aber auch ein bisschen ulkig aus. Ja, da liegen die Leute halt irgendwie alle auf dem Bauch. Da denkst du, das sonnen die sich so ungefähr. Ne? Ich habe mir von meiner Schwester, die ist Neurologin, habe ich mir bestätigen lassen, davon kriegt man nichts mit. Also man wird sediert und anästhesiert, weil ansonsten würde man das auch gar nicht schaffen. Man hat danach noch ein sehr unangenehmes Gefühl im Hals, halt so eine Art Halsschmerzen, weil man halt einen Tubus im Hals hatte. Und eine starke Schädigung der Lunge ist auch, glaube ich, noch ein, also davon hat man noch in seinem Leben viel von. Also das kriegt man dann noch mit. Also man möchte das möglichst vermeiden. Aber also Geräte können tatsächlich viele unserer Körperfunktionen übernehmen, zumindest für eine Zeit. Das Problem ist dann halt, wenn wirklich alles versagt, dann ist eben also man kann nicht alles ewig aufrechterhalten. Nee, das ist schon klar. Aber unser Körper ist schon auch, also was so Reparaturmechanismen angeht, wirklich schon verblüffend. Fängt ja schon beim gebrochenen Knochen an, ne? Dass man den einfach dann schient und so sagt, ja, in 4 Wochen ist das wieder zusammengewachsen. Dann ist das erstmal noch nicht so hundertprozentig, aber mit der Zeit wird das schon. Dann bleibt da auch eine Narbe und da ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so hundertprozentig glatt wie vorher. Aber wer hatte nicht schon irgendwann mal ein Bein gebrochen und läuft heute wieder normal herum? Ist das eigentlich total großartig, also sagenhaft. Ja gut, sind wir schon wieder bei diesem Thema. Wir kommen davon einfach nicht los. Also, noch einmal der Hinweis auf den damals TM-Podcast, die Ausgabe 75, die spanische Grippe. Da wird der Ayuvo wahrscheinlich nochmal rückblicken auf das, was vor 100 Jahren über den Globus gezogen ist. Dankeschön, Sascha. Vielen Dank. So. Jetzt frage ich mal den Lars, aber ich vermute mal, wenn er sagt, er hat jetzt so eine große Bugwelle vor der Nase, dass du gar nicht so viel zum Hören gekommen bist und deswegen auch gar keinen Blütenschatz dabei hast. Aber vielleicht überraschst du mich ja. Hast du einen Blütenschatz? Nee, ich überrasche dich nicht. Es ist genauso, wie du hast Mut. Mut zu keinem Blütenschatz, das ist doch schön. Mut ist immer gut. Sebastian, hast du auch Mut? Ja, wobei ich noch einen Blogartikel gerade suche, vielleicht finde ich den noch. Also es gab einen sehr schönen Bericht von einem Arzt aus dem Krankenhaus, der so mal Situationen geschildert hat, wie Beatmung funktioniert und was dann auch danach passieren könnte. Also die nachfolgende Stufe ist ja die ECMO, dass also dann quasi über das Blut quasi die Sauerstoffversorgung dann nochmal wieder hergestellt wird, wenn die Lunge wirklich mit Wasser gefüllt ist und gar nicht mehr Sauerstoff über die Blutbahn dann noch reingelangen kann in unser System. Und da wurde auch sehr deutlich und sehr schnell deutlich, also die Essenz war halt, also da war halt die Patientin irgendwie Anfang 30, also auch relativ jung und hat ach, sich, den habe ich gelesen, ja. Genau, ich suche den Link. Und die ist auch wieder komplett regeneriert, ne? Ja, aber das war so auf Messerspitze und auf Messerschneide ja. Oh, und ja. Wenn man sich überlegt, wenn jetzt halt die Fallzahlen so extrem steigen, dann wird das nicht mehr funktionieren, dann werden einfach Menschen, weil einfach das System überlastet ist, zwangsläufig, dann geht das nicht mehr gut aus. No. Nee, der hat sich so viel Gedanken gemacht und so viel ausprobiert und also. Da war das auch mit der Bauchlage beschrieben, was Anna eben sagte, ja, genau. Ja, richtig, den habe ich auch gelesen.
Vielleicht hat den auch jemand im Chat gerade den Link. Ich finde ihn leider in meiner Liste gerade nicht wieder. Da habe ich nämlich, also bei dem Lesen habe ich wirklich gedacht, die Frau steht da nicht mehr auf. Also die geht da nur noch im Sarg von der Station. Und dann in dem nächsten Absatz zu sehen, dass sie sich nach ein paar schon Monaten, also es dauerte natürlich eine Zeit, weiß jeder, der mal eine Bronchitis hatte, wie lange hat man damit zu tun? 6, 8, 10 Wochen? Hört er überhaupt nicht auf mit dem Husten. Die Lunge hat da schon, die ist ein bisschen nachtragend. Ich finde ja toll, dass sie sich so gut repariert, aber sie ist auch ein bisschen nachtragend. Also ich hatte nicht erwartet, dass die Frau das überlebt. Und als er das so da geschrieben hat, da habe ich schon auch gestaunt. Aber das war ordentlich dramatisch. Genau, also auch. Und seine Empfehlung ist halt auch gewesen, geht impfen, weil selbst wenn man jung ist und na, das, und auch wenn nicht jede Impfung, quasi jede Grippeimpfung, kann ja auch mal daneben liegen von der Dings, aber das ist trotzdem immer noch besser als gar nichts zu tun und mindert ja auch das Risiko für andere Risikogruppen, genauso wie wir ja jetzt auch gerade für die Risikogruppen zu Hause bleiben und auch für die wenigen Fälle, die halt auch schlimm enden können. Ihr meint jetzt aber nicht den Artikel bei der Zeit? Nee, das war ein privater Blog. Ah, okay. Zumindest so von einem Mediziner. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das ist wahrscheinlich über ein Twitter. Ja, es ging über Twitter raus, genau. Ja. Ich ging mir genauso, ich finde es leider auch nicht. Mit Stichworten im Verlauf wieder. Ah, wir suchen mal. Und wenn wir es nicht finden, dann haben wir die Geschichte aber doch auch schön erzählt. Ja, ich denke auch. So. Anna, ich hatte dich vorhin gefragt, ob du vielleicht einen Blütenschatz in diesem Sinne hast. Hast du was? Also ich fand ja, das ist natürlich ein bisschen, da gießt man den größten Baum, aber die aktuelle Vrindheit, die fand ich sehr erheiternd, weil sie so wirklich von wo ganz, also die sind ja immer, die hinken ja immer 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre hinterher. Und ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was mich daran erheitert hat. Es war einfach diese Tatsache, ich bin im Auto gefahren und einfach zugehört und gedacht so, ist das schön, einfach mal nichts über den ganzen Scheiß zu hören. Habe ich noch den halt wieder auch größten Baumgießen, ist der Huxilla-Podcast, fühlte ich mich sehr abgeholt, so in meinen Gefühlen quasi. Kann man auch so zu lesen, empfehle ich ja auch, da ist jetzt nochmal der allergrößte Baum, ist halt da beim Lars Fischer die Spektrum-Artikel lesen, weil das eine schöne Mischung aus Wissenschaft ist und unterhaltsam ist es ja jetzt nur bedingt. Aber wenn man sich auf dem Laufenden halten will, dann habe ich da halt immer Vertrauen, dass er das schon nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert hat. Also, ja. Das nur meine 5 Cent. Ja, der Lars, der ist vor allem immer so schön positiv. Ne? Wir werden alle sterben. Bleiben genau, Sie ganz da ruhig. Hat er ja auch recht. Genau. Ja, ja. Drängeln Sie nicht. Genau. Das ist auch wirklich großartig. Aber sag mal, vermisst du denn nicht den Kuchen aus der Redaktion? In der Spektrum-Redaktion gibt es doch eigentlich täglich Kuchen. Also jedenfalls gibt es täglich Kuchenbilder. Gab es damals in der guten alten Zeit. In der guten alten Zeit, ja stimmt. Die bräuchten eigentlich mehr Kuchenbilder. Ich würde mich ja nicht trauen, also ich habe jemanden in die Quarantäne, hatte ich so ein kleines Paket geschickt und dann kam dann nur zurück so, ich wollte eigentlich Diät halten. So. Juhu, endlich mal nicht in den Mastbetrieb, zack, kommt das gute Essen zu dir nach Hause, herrlich. Genau, nee, aber
Ja, stimmt. Da fehlen die Kuchenbilder, das stimmt. Und das Obligatorische darunter, aha, Fischblock macht Homeoffice. Macht er immer Homeoffice, wenn es Kuchen gibt. Das macht er doch absichtlich. Aber seine Kollegin, die Antje Findeklee, die postet immer sehr schöne Blumenbilder. Also wenn man statt Blumen statt Kuchen aushält, dann schmeckt nicht so gut, aber sieht auch schön aus. Augennahrung. Okay, ja, macht auch. Macht nicht so dick. Ja. Vielleicht sollte ich mir auch mehr Blumen angucken hier, als irgendwelche Schokolade in mich hineinstopfen. Aber das lerne ich auch noch. Am Ende dieser Phase bin ich wahrscheinlich Homeoffice. Ja, hier, der King of Homeoffice. Oh Gott, wie sich das anhört. Das ist richtig schlimm. Okay, ich habe auch einen Blütenschatz mitgebracht. Dankeschön erstmal, Anne, Anna, mein Gott, Frau Dr. Anna. Entschuldige, du darfst ja auch Markus zu mir sagen, dann höre ich dann auch da drauf, also ist auch gut. Was meinst du, Moritz? Ja, genau. Du hast verstanden. Sehr gut. Ich habe wirklich gestaunt bei der Ansprache unserer Kanzlerin. Die hat uns ja letzte Woche, wann war denn das? Sonntag? Sonntagabend? Samstagabend? Ich weiß nicht mehr. Hat sich ja die gesamte Nation darauf eingeschworen, was jetzt kommt, nämlich Maßnahmen. Ne? Sie dürfen nicht mehr Kontakt haben. Die Geschäfte müssen schließen und was weiß ich, was hier alles passiert. Kinder gehen nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kita und wir müssen alle aufpassen und alle mitmachen, vor allen Dingen, was bis dahin noch nicht so richtig funktioniert hatte. Also alle freiwilligen Appelle hatten noch nicht so gefruchtet. Da hat jetzt Kanzlerin Merkel nochmal eine Schippe draufgelegt da in dieser Ansprache. Aber selbst das hat nicht ganz gereicht. Deswegen gab es ja jetzt diese Kontaktsperre mit Bußgeldandrohung. Also die ersten Bußgelder in Nordrhein-Westfalen sind schon ausgerufen worden. Da haben schon einige Leute gelatzt dafür, dass sie zu dritt zusammengestanden haben, ohne dass sie einen vernünftigen Grund dafür hatten und also zum Beispiel einer Familie angehört haben. Aber das Allermeiste, was mich überrascht hat, ist, dass in dieser Ansprache Frau Merkel tatsächlich das Wort Podcasten in den Mund genommen hat. Sie sprach davon, dass man doch mal einen Podcast machen sollte. Und das fand ich total irre. Also ich habe den Ausschnitt mitgebracht. Sebastian, spiel doch bitte mal. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Ja, und da wir ja alle Enkelkinder sind, denn unsere Eltern hatten auch Eltern und wir haben einen Podcast aufgenommen, widmen wir doch diesen Podcast jetzt einfach unseren Großeltern. Liebe Großeltern, diese Ausgabe ist für euch. Ich fand das sehr, sehr schön von der Frau Merkel. Die Ansprache hat mir gefallen. Gut, sie war jetzt keine, sagen wir mal, glanzvolle Rede, aber in ihrer Nüchternheit hat sie, glaube ich, genau den Ton getroffen, der in dem Moment einfach angemessen war. Und sie hat, ich fand den Moment, wo sie sagte, sie selber hat in ihrem Leben viel Unfreiheit erfahren müssen und sie weiß um den Wert der Freiheit. Deswegen fällt es ihr sehr schwer, der Bevölkerung Freiheit wegzunehmen in dem, was man tut, wie man sein Leben gestaltet. Das fand ich sehr, ja, schon ein bisschen ergreifend irgendwie. Also ich kaufe ihr das auch ab. Die Frau, ich mag nicht ihre politische Gesinnung, also diese ganze Partei da, das ist nicht meine. Und sie hat auch Entscheidungen getroffen in ihrer Laufbahn, wo ich auch denke, hätte man irgendwie aber besser. Aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Kanzlerin im Moment haben, die nicht von Krieg gegen ein Virus gesprochen hat, die nicht vom fremden Virus gesprochen hat, vom chinesischen Virus, sondern die einfach gesagt haben, das ist eine Herausforderung, der stellen wir uns und wir machen das Beste draus. Und vielleicht können wir ja auch, ja, gemeinsam lernen, da irgendwie mit umzugehen. Das war total angemessen. Fand ich schön.
Naja, aber fandet, ja, also die ihren Podcast, also ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen. Also ich habe da so ein bisschen gezuckt und habe gedacht, naja, das ist eine Audiodatei. Aber also wir nutzen halt, also wir wollen Podcasts, so sollen jetzt noch mehr PR-technisch genutzt werden, so generell. Also das ist gerade so der Trend. Und dann kommt dann so, ja, dann nehmen wir einen Podcast auf. Und ich so, ah ja, wie viele Folgen? Hä? Nee, eine. Einen. Und dann, so, dann ist es eine Audiodatei. Ja. Also ich finde es, ja, ich finde es natürlich schön. Also sie hat, ne, sie, ich weiß, was sie meint, und es ist ein bisschen Nitpicking, und sie hat eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Und das war das tatsächlich das erste Mal, dass ich vorm Fernseher saß und eine Rede der Bundeskanzlerin mir angeschaut habe. Ja, ne? Und drauf gewartet hat. Und war schon, ja, irgendwie. Ich bin auch dankbar, dass sie Kanzlerin ist und nicht viele, viele andere. Also es gibt sicherlich auch bessere, aber es gibt deutlich mehr schlechtere. Also wir haben das mit ihr schon ganz gut erwischt. Ja, und gerade im Moment, also. Ja. Ja. Sagen wir mal, mit unserem Rechtsruck, den wir hier so haben, bin ich sehr, sehr froh, dass diese gemäßigte Stimme da oben ist und nicht irgendwelche Vertreter, die zum Beispiel nicht in der Lage sind zu verstehen, was 2 Meter Abstand bedeutet, wenn man die aktuellen Bilder aus dem Bundestag sieht, wo eine Fraktion sich berät und alle stehen eng beieinander. Da frage ich mich auch, was muss denn noch erklärt werden? Aber wahrscheinlich sind es die, die dann sagen, wir lassen uns hier nicht vorschreiben von dieser, was auch immer. Ich will nicht rumspekulieren, es ist schlimm genug. Gut, wir sind am Ende. Habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas? Die Gelegenheit wäre günstig, sonst machen wir den Laden jetzt zu. Ich habe nichts mehr. Kauft nicht so viel Klopapier. Nur das, was man wirklich braucht. Ja. Oder wie hieß dieses Ding, was du von uns empfohlen hast, das unverpackte Popo? Ja, die Happy Popo-Dusche. Ich kriege von denen kein Geld, ich wollte keine Werbung machen, ich wollte nur gucken, ob es die noch gibt. Happy Popo-Dusche. Happy, genau. Die, ja, Happy, ja, Happy Popo-Dusche. Also das, eigentlich haben wir doch einen Sendungstitel andere gefunden. Willst du eigentlich? Ich bin zwar eigentlich für ein Worttitel, aber vielleicht kann ich ja auch alles zusammenschreiben. Ich finde, Happy Popo Dusche, naja, muss ich nochmal drüber schlafen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Titel ist, aber irgendwie hat er was. Bitte? Hör ich Gelächter? Alles gut. Endlich bin ich bei einem Podcast zu Gast und dann heißt es Happy Popo Dusche. Ja, ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Was soll man streichen? Das Wort Popo oder Happy Pop? Happy Dusche. Oder das Wort Dusche. Happy Dusche. Ja. Happy Dusche, okay. Streichen wir den Popo da raus. Der ist eh für den Arsch. Der Popo ist eh für den Arsch, genau. Oh Gott. Es wird Zeit, dass wir ins Bett kommen. Unsere Witze werden immer, ja, flacher. Wir müssen schon die Füße hochtun, sonst knallen wir zusammen. Das ist nicht gut. Und um das zu schaffen, beginne ich jetzt mit dem Dank. Der Dank fängt erstmal an bei den Hörenden, die das jetzt hier angetan haben. Die wir uns gerade heute hier in der Live-Show, in der Live-Aufzeichnung, Show ist es ja gar nicht, es ist ja ein Gespräch, uns hier begleitet haben und mit dem Feed dann auch so schön noch begleitet haben. Mit dem Feed, was rede ich denn? Mit dem Chat, wollte ich sagen. Mit dem Chat so schön begleitet haben, ein paar Ergänzungen und Kommentare hineingetan. Was sehe ich hier gerade? Der Sascha schreibt, ich bin mit meinem Enkel-Podcast bei circa 300 Episoden. Okay, es ist kein Podcast, weil es keinen Feed hat. Aber ich weiß, das hat Sascha schon mal gesagt, dass er mit seinem Sohn auch immer Sprachnachrichten für die Großeltern aufzeichnet. Wahrscheinlich ist es eher das, was Frau Merkel gemeint hat. Aber es gibt es tatsächlich in der Welt. So, schon wieder abgelenkt. Dankeschön an die Begleitung, an die Begleitenden heute Abend. Danke an die Zuhörenden heute Abend. Und natürlich auch ganz großen Dank an diejenigen, die das hier in der Konserve hören, so wie Podcast ja eigentlich gemeint ist.
als Begleitmedium, wann immer ihr Lust dazu habt, wann ihr immer ihr zum Thema Lust habt. Danke, dass ihr uns eure Ohren schenkt. Und das wäre ja alles nicht möglich, wenn wir nicht so tolle Menschen hier im Sendegarten hätten und vor allen Dingen so tolle Gäste, wie zum Beispiel die Anna, die Frau Dr. Müllner, müssen wir nochmal ganz deutlich sagen, denn wer einen Doktortitel hat und ihn nicht in seinen Twitter-Handle schreibt, der muss ja besonders hervorgehoben werden. Ganz herzlichen Dank, Anna, dafür, dass du da gewesen bist. Danke. Danke, dass ich hier Gast sein durfte. Schön, das war großartig. Also, es war jetzt auch ein Blind Date, habe ich gar nicht gesagt am Anfang, wollte ich noch erwähnen, war ja ein Blind Date, weil wir miteinander jetzt bisher noch nie so geredet haben, aber es hat ja wunderbar funktioniert. Großartig, Dankeschön dafür. Ja, ihr seid ja auch alle drei sehr nett. Will ich auch sagen. Können wir nur zurückgeben, glaube ich. Genau. Danke. Danke gleichfalls. Ja, und die beiden netten rechts und links oder vorne und hinten oder oben und unten. Das kann man jetzt. Also jetzt ja, ist hier der FKK-Bereich geöffnet, oder wie? Nein, ich habe letztens gesagt, zu linken der nette Sebastian, zu rechten der nette Lars. Und dann wollte Lars, glaube ich, nicht auf der rechten Seite sein, dann wollte er links sein. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt etwas, ich erweitere die Dimensionen, mache nicht nur links und rechts, sondern oben und unten und vorne und hinten und was weiß ich, damit es jetzt nicht so, damit keine politische Botschaft verbunden ist. Aber ich merke schon, da bin ich in ein Fettnäpfchen getreten. Egal. Wenn alle ich danke im Kreis dir, Lars. Stehen, sind die nur weiter links. Ja, links und noch linker. Genau. Ich danke dem linken Lars. Herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Schönen Abend. Und ich danke dem noch linkeren Sebastian. Super. Und jetzt fassen wir uns alle an im Kreis. Ach nee, wir dürfen uns ja nicht anfassen. Und stellen uns um den Baum und singen ein Abendlied. Oder was auch immer. Ein Gute-Nacht-Lied. Denn wir gehen jetzt in die Nacht. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Und Dankeschön fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.